Moin, moin, St. Pauli. Moin, moin. Hallo, hallo. Eine St. Pauli Pop Blutgrätsche gibt's heute mit Markus. Und Willi. Und Willi. Und genau. Erik. Ist das eine St. Pauli Pop Blutgrätsche? Nein. Also sprechen Pop. Wir auch nur über, wir machen aber wir sprechen nur über den HSV. Nur der HSV. Nein, nur der FC St. Pauli. Nicht, dass die Leute jetzt der alle neue abschalten. HSV. Also die neue Nummer 1 der Stadt. Der neue HSV. Die neue, Erzgebirge-Instanz, die neue, wie nennt man noch die Leute, eure Exzellenz, genau. Also ich glaube, Uke Göttlich wird bald immer mit eure Exzellenz angesprochen. Eure also, Exzellenz. Es ist der, Exzellenz-Podcast. Ich habe geträumt heute Nacht. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe geträumt, also über das Wochenende, dass wir gegen Rostock zu Hause 3-0 verlieren. Also ich habe es tatsächlich geträumt. Ich wollte es nicht träumen. Ich weiß auch, dass es nicht eintreffen, wird, weil wir schießen immer ein Tor. Insofern glaube ich nicht, dass es kann passieren. Alles ist möglich. Gegen Magdeburg haben wir 2-0 verloren. Du sollst nicht solche Sachen sagen. Karma, Bad Karma. Ich habe nichts geträumt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich würde mir das vorwerfen. Ich würde gerne über andere Sachen träumen. Ich würde gerne über Palmen, Orangen, Zitronenhaine träumen. Wieso passiert mir sowas? Wieso träume ich ein Heimspiel? Ja, weil das sind jetzt ja die tiefsten Ängste. Also bei mir ist ja das Problem, seitdem ich ja wieder regelmäßig zuschaue, haben wir ein Problem. Karlsruhe habe ich geguckt, verloren. Elversberg habe ich verloren, geguckt, verloren. Ich war vor dem Hannover-Spiel so fickrig. Ich habe gedacht, das fing ja auch so an, erste halbe Stunde. Du hast gesagt, der ganze Scheiß geht weiter. Die ganze Sicherheit ist weg. Zitternde Knie. Und dann, okay, 1-0, 1-1 und dann zweite Halbzeit kurz mal nicht hingeguckt und dann 2-1 und dann war ein bisschen mehr Sicherheit da. Aber Hannover war nicht gut. Also die waren ja auch nicht mehr die Hannover von der Hinrunde. Den fehlte ja auch so ein bisschen der Biss. Die hatten ja auch schon abgeschenkt. Irgendwie. Naja, jetzt ist es nur noch eine Platzierung für die. Also vor dem Spiel hätte ich gesagt, wäre es noch ein rechnerisches Szenario gewesen oder möglich gewesen. Wenn jetzt nicht die Thematik so wäre, wie sich die darstellt mit Holstein Kiel, dass einfach alles gewonnen wird zu null und dass Düsseldorf auch weiter marschiert und auch vorlegt, auch einen Tag vorher. Das heißt, die Zeichen standen natürlich wirklich schlecht. Umso wichtiger war natürlich diese drei Punkte, dass du jetzt ein bisschen Rückenwind hast vor diesen besonderen, also vor allem den nächsten beiden Spielen. Übrigens, also genau. Wir sind am Freitag dabei, ne? Ich bin dabei, Freitag, ja. Ich bin Freitag dabei und am Freitag danach auch. Zwei Freitage, du bist beim Auswärtsspiel. Zwei Freitage hintereinander. Oh Mann. Einmal gegen Hansa Dixie Rostock. Ja. Dixie Rostock, einmal gegen Dixie Rostock. Ich finde, wir nennen die nicht mehr Hansa, wir nennen die nur auch Dixie Rostock. Müssen wir Flachmänner besorgen eigentlich? Für illegal, meine ich. Wenn wir tiefer fliegen wollen? Nee, wollen weil wir Gefahrenspiel. Bestimmt alkoholfrei. Das heißt, wir müssen... Und das Netz, die wissen auch, wie wir aussehen, jetzt kontrollieren die uns extra. Das Netz kommt wieder. Kleine Kinder mitnehmen. Das Netz kommt. Das Netz kommt vom Spiel wieder? Ja, aber nur das Netz für die anderen. Wart mal ab. Nein. Meinst du, die hängen das große Netz wieder? Die brauchen doch immer 6 Wochen Vorlauf. Da hat doch Sven Buchs nicht dran gedacht. Der ist genauso figgelig wie du auch und ich auch. Der denkt dann, ach so, ja, was muss ich noch machen? Ah ja, Rostock. Ach ja, ich muss mich mit der Polizei noch treffen. Da war noch was. Ich habe mir einen Fisch aufgemalt. Ach ja, Netz. Ja, das gibt ja in der Tat dann, für Rostock geht es auch noch mal ums Ganze. Die sind Relegationsplatz und eigentlich stehen die Zeiten schlecht. Also die haben sowas, was negativ. Also wir haben jetzt eigentlich vermeintlich 2 leichte Gegner, weil in der Formtabelle sind, glaube ich, diese beiden Gegner mit Abstand, naja, nicht die schlechtesten, aber es ist zumindest keine gute Form da. Sie haben Luft nach oben. Das, was wir auch angedeutet hatten bei uns, dass die Formkurve so ein bisschen wackelt. Vor allem schießen sie keine Tore, was ja auch ganz schön ist. Aber es hat Elversberg über 600 Minuten auch nicht, bevor sie bei uns 4 geschossen haben. 4. Wie kann man sonst 3 Tore schießen verlieren? Was für ein wildes also Spiel. Weiß nicht, wo dein Traum herkommt, aber vielleicht basiert er auf Fakten. Ja, irgendwie komisch, ne? Also machen wir doch mal Vorfreude. Wir hatten das ja schon, wann wir aufsteigen in Hannover, hat es ja schon mal nicht geklappt. Jetzt gegen Rostock wird es auch nicht stattfinden. Naja, gegen Rostock können wir eine andere Hürde nehmen. Technisch nicht, wir können nicht gegen Rostock. Ach so, stimmt.
Wir können die Hürde nehmen, die 70-Jahre-Hürde können wir nehmen, dass wir vor dem HSV landen. Ja. Wenn wir gewinnen, sind wir definitiv, weil wir 11 Punkte Vorsprung haben, sind wir definitiv vor dem HSV. Das heißt, die Oberliga von 1954, die Oberliga ist dann wieder, also es war das letzte Mal, dass wir vor dem HSV gestanden haben, vor 70 Jahren in der Oberliga. Zum ersten und einzigen Mal. Ja. Da waren selbst wir noch nicht am Leben, liebe Zuhörerinnen. Ja. Ich meine, die meisten, ich habe nachgeguckt, die meisten unserer ZuhörerInnen sind jünger als wir. Das heißt aber auch, dass wir dann im Grunde die Relegation haben. Naja, so weit würde ich gar nicht rechnen. Also ich habe ja schon irgendwie, ich mache die Litanei immer wieder auf, dass ich 10 Tage vor Schluss schon gesagt habe, durchgerechnet, 8 Spieltage vor Schluss, immer das Gleiche, immer, dass wir auf dem Relegationsplatz landen und das Kiel souverän aufsteigt. Ja, bleibst du dabei? Jetzt bin ich tatsächlich der Meinung, dass wir, also ich habe es jetzt nochmal neu durchgerechnet und habe den letzten Spieltag bewusst ausgelassen. Und jetzt bin ich der Meinung, dass wir tatsächlich Zweiter werden, weil wir am letzten Spieltag in Wien spielen und Wien nach meiner aktuellen Berechnung beim letzten Spiel nicht mehr zwingend gewinnen muss, um in der Liga zu bleiben. Das wäre auch meine Berechnung gewesen. Und damit ist es für uns einfacher zu sagen, okay, wir kommen tatsächlich auf den zweiten Platz. Deswegen ist da so ein bisschen, natürlich auch ein bisschen Wunschgedanke dabei, weil ich das sonst immer so durchgeklickert hatte, habe ich jetzt mal beim 34. gestoppt und geguckt, wie sieht das Szenario aus? Das ist ja der einzige Spieltag, wo alle zeitgleich angepfiffen und abgepfiffen, also angepfiffen auf jeden Fall, abgepfiffen nicht, da wird dann gewartet, bis der HSV nochmal ein Tor schießt. Kriegt man nicht natürlich. Und dann abgepfiffen. Also ich glaube, Zweiter. Ich setze ja noch drauf, dass Düsseldorf auf Schalke nicht gewinnt. Und zwar jetzt am Freitag schon. Also ich habe heute gerade gelesen, dass Schalke nur unter Vorbehalt die Lizenz für die dritte Liga bekommen hat. Also eigentlich hat sie die nicht bekommen, die Lizenz für die dritte Liga. Ja, aber sie sind ja jetzt, die brauchen ja, noch geht es ums sportliche Überleben. Naja, guck dir so ein Spiel an wie Köln mit Schulle gegen Darmstadt 0-2. So weich und zitternde Knie, dass du so eine desolate Leistung abgibst, obwohl du gegen den Gegner spielst, der eigentlich schon abgestiegen ist. Und das ist natürlich, da kommen so fatale Momente vorbei und ich glaube, so ein Momentum kann Schalke auch haben. Dass einfach natürlich die breite Brust aus Düsseldorf kommt. Mein Düsseldorfer Kollege meinte, mit dem dritten Platz kann ich mir nicht anfreuen, weil Relegation wird schwer. Ich bin davon ausgegangen, dass wir euch noch abfangen. Na, ich sagte, das wollen wir alle nicht, ne? Und er war aber fester Meinung, dass das passiert, vor dem Hannover-Spiel. Das wäre leider sehr St. Pauli-like. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Wenn wir jetzt nochmal. Ja, uns fehlt aber dieses Jahr die Tragik. Wir haben die Tragik abgelegt. Noch haben wir 3 Tage, 4 Spieltage Zeit. Ja, aber ich bin da Zweckoptimist jetzt. Also, das wird was werden. Und Schalke, ich hoffe, dass wir werden das Schalke erleben, wie sie gegen uns gespielt haben. Das war wieder das einzig gute Spiel der ganzen Saison, ne? Ja. Wahnsinn. Aber das kann ich mit leben. Also 2 Siege müssen her und ich glaube, es werden aus den letzten, also die beiden Heimsiege, es ist ja so, wir spielen ja auch noch gegen Kosniak. Ja, ja. Und die sind dann abgestiegen. Vorletzten. Und die sind, meine Mathematik sagt, die sind zu dem Zeitpunkt auch fest abgestiegen. Ja. Und da habe ich noch ein, wir machen mal die Seite auf zu St. Pauli Pop, zu Musik. Gegen Osnabrück gibt es in der Leitzhalle tatsächlich mit Matthew Herbert, elektronischer Musiker und einem Symphonieorchester von einer Dame geführt, einer Dirigentin geführt. Parallel zum Spiel am Millerntor wird das Spiel sozusagen live umgesetzt in der Leitzhalle. Machen die das live? Ja. Ich glaube, ich gehe in die Leitzhalle. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, das wird bestimmt mega klasse. Also wir verkaufen unsere Karten am Blog im Nord. Ihr müsst dann danach in den Podcast kommen und uns Fotos zeigen und erzählen und Witze erzählen. Und wir gehen zur Musik. Genau, das ist also FC St. Pauli macht das zusammen mit dem Reeperbahn Festival Hamburg als Projekt. Und ich glaube, die machen das am Reeperbahn Festival auch nochmal. Matthew Herbert, ich bin mega Fan. Ich müsste dich fragen, ist er Schotte oder ist er Engländer? Ja, Brite. Bitte, ja. Also von der Insel auf jeden Fall. Und er ist ein begnadeter Musiker und auch Produzent. Du hast immer gesagt, Elektronik-Frickler. Ja, genau, ein Frickler.
Und deswegen ist das genau sein Ding. Also es wird bestimmt eine tolle Sache, dann Leitzeile. Wenn er da Karten kriegt, macht das. Ich wollte auch noch sagen, ich habe ein sehr gutes Konzert gesehen letzte Woche. Vera Sola, eine Singer-Songwriterin, die wirklich eine Rampensau ist. Und dann ist mir natürlich im Nachgang aufgefallen, wieso die eine Rampensau ist. Weil sie kommt aus Kanada und heißt mit Nachnamen Aykroyd. Und ist die Tochter von Dan Aykroyd. Nein! Genau. Dan Aykroyds Tochter hast du kennengelernt. Wie der Vater, so die Tochter. Genau. Obwohl, das ist ja Bill Murray. Und sie hat Dan Aykroyd ist, wofür diese Treppe hin nach oben? Ja, genau. Wofür diese Treppe nach oben? Und sie hat mir tatsächlich nach dem Konzert auch noch die Platte signiert. Mit Liebe für mich sozusagen. Und das war schön. Also, es ist ein tolles Konzert. Alaus mal wieder, Jever und Bide FM präsentiert. Und du hast aber auch einen Konzerteinwurf gehabt. Oder eigentlich eine Lesung, die ja, ähnlich strukturiert war. Ich dachte, es sei eine Lesung. Und zwar hat ja der sagenumwoben Andreas Doro ja mit Sven Regner. Ich kann es mir nie merken. Mit Sven, ja. Sven Regner ja inzwischen zwei der Bücher. Fahrer ohne. Der Fahrer ohne aus genau, der Fahrt. Zwei Bücher gemacht und die machen da ja Lesungen. Und jetzt gab es eine Veranstaltung in Potsdam. Wer war schon mal in Potsdam? Also ich noch nie. Die Weiße Flotte. Und in Potsdam gibt es einen Nikolaisaal. Und diesen Nikolaisaal, was so eine Art Konzertsaal ist, aber alkoholfrei, bitte. Das ist billiger. Du Alkoholkorn. Fand eine Lesung statt von Dora und Regner und dem Musik. Die haben noch letztes Jahr ein Buch rausgebracht. Ja, zwei. Das heißt, vor zwei Jahren. Ja, was Willi mir ja nie schenken wollte. Oder mir schenken wollte, ich hab's abgesagt. Wir haben es doch Willi geschenkt, oder? Dann hat's Willi dann gehabt. Ja. Jedenfalls habe ich mir gedacht, das ist eine Lesung. Und das war das Filmorchester Babelsberg, untermalt ein paar Lieder von Dorau. Was dann stattgefunden hatte, war, es war ein komplettes Konzert von Dorau. Also 16 seiner Hits. Cool. Wurden in einem, so Hildegard-Knef-mäßigen Sound mit einem riesen fetten Orchester gebracht. Keinerlei Elektronik. Andreas hat eigentlich nur dazu gesungen und seine Moves gemacht. Und in der Pause hat dann Regner zwischen den Stücken immer Passagen aus dem Buch vorgelesen, die vor allen Dingen um sein Leben eben mit dem in der Musikbranche sich handelten. Und das war schon Wahnsinn, dass für so einen Abend so ein komplettes Engagement hergestellt wurde. Da muss also wirklich ein ganz toller Kulturtopf, Kulturfan von Dorau das gemacht haben. Ich glaube, Carsten Broster hat auch mal ein bisschen Brosttasche. Naja, Schweizer Brandenburg, ne? Und ich habe leider. Ach so, wer ist keiner, da? Das Herr Scholz wohnt doch dort. Olaf. Also es war schon. Der kurze Olaf hat sehr, vielleicht in seinem Sehr Tasche skurrile Tasche. Veranstaltung. Es war auch sehr gut besucht. Es war auch quasi ausverkauft. Und, wo waren das? Nikolaisaal in Potsdam, mitten in Potsdam. Ach, du warst in Potsdam? Ja, das gibt bei nicht Hamburg, Erik. Ach, du willst, das war nicht so auf St. Pauli. Ich hab du bist raus aus der Stadt. Ich bin raus aus der Stadt. Ach, guck mal, ich hatte, liebe HörerInnen, Markus hatte mir das in Zügen vorher schon erzählt. Und da habe ich immer gedacht, das wäre jetzt in der Leishalle. Das war eine totale Kultursubventionsveranstaltung. Und da hätte normalerweise hier eine Operette stattfinden. Hilfe. Eine Operette. Nehm den Hund weg aus unserem Podcast. Aua, sofort. Der Hund tut weh. Der Hund am Ohr. Es hätte auch eine Operette sein können oder sonst was. Also es war jedenfalls richtig eine Kulturveranstaltung. Okay. Und von daher war es sehr, sehr lustig, weil sich, glaube ich, auch Dora und Regner fragt, was machen wir hier? Ja, wir haben ein bisschen lustig gemacht. Und die Marinas waren ja auch mit dabei dann. Die kamen ja auch noch nachher dazu. Also die Sängerinnen von Fred von Jupiter. Fred von Jupiter war auch ein zentrales Stück in der Andreas Dorau Sage. Ja, und er inszeniert sich ja praktisch mit seinem Leben sozusagen jetzt als Gesamtkunstwerk. Ja. Und es passiert eigentlich nicht viel in seinem Leben, aber... So wie Bernd Begemann. Also, wie Bernd Begemann, aber er macht so das alles noch, so eine Bespoke. Genau, und war ganz schön. Und dann am zweiten Tag waren wir dann im Schloss Sanssouci. Übrigens, wenn du uns zuhörst, das ist der Unterschied zwischen Andreas Dorau, Bernd Begemann und dir. Auch wenn ihr euch mögt und befreundet seid, aber so vom künstlerischen Oeuvre, da hast du noch ein bisschen was zu leisten, mein Freund. So. Naja, inzwischen hat, wenn man sich mal das Gesamtwerk von Andreas anschaut, das sind ja auch sechs, sieben Platten, acht Platten. Ne? Aber entscheidend sind halt die 90er Jahre. Das war halt das geilste Zeug. Also halt diese
wie würdest du das nennen, Willi, diese Elektronik-Disco-Sachen gemacht hat mit Tommy Eckert zusammen. Das, ja, war, das war ja so, also kreativ mich, so das, der Höhepunkt eigentlich. Genau, also so eine Mischung aus Hamburger Schule und Postpunk und so ein bisschen Neudeutsche Welle. Also nicht eine bestimmte Schublade, würde ich sagen. Es ist sondern immer sehr, sehr eigen. Also er ist auch ein Eigenbrötler und ist auch sehr stoisch, glaube ich. Ja, er ist vor allen Dingen ein Perfektionist. Er macht das, sagt immer so, ist ja alles ganz leicht, was ich hier so mache, als hätte er damit nichts zu tun. Er bringt immer dazu, dass andere Leute begeistert für ihn arbeiten. Das, da hat er echt drauf, ein gutes Händchen zu sagen, hey, ich mache mit dem und dem was zusammen und der macht das ja besser als ich und dann kommt eine wunderbare Sache, wie an diesem Abend. Aber ein Hinweis für euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal auf dem CD-Grabbelmarkt die LP oder die CD neu von Andreas Dorau zu erwerben, erwerbt sie. Die kriegst du ja nicht auf Spotify. Ach so, okay. Die neue gibt es nicht auf Spotify, deswegen auch die schönsten Lieder auch von ihm oder Hits. Hm. Großteil sind auf dieser neu. Und hier im Hintergrund läuft gerade Paul Weller singend, Fats Entertainment. Okay. Jam. Ja, der wird ja bald 66. Wahnsinn, ne? Ja, aber wie gesagt, das war so mein Konzerterlebnis. Und dann wieder am nächsten Tag, dann kann man sich wunderschön dann Schloss Sanssouci anschauen. Was der, die Flöte kann man sich anschauen vom Friedrich im Zweiten. Die Flöte? Die Flöte, der hat so eine Flöte. Also eine Flöte ist für mich vier Buben und drei, ja, Asse. Genau, so eine Flöte hat der gehabt. Oder, nee, das heißt Oma, ne? Oder wenn eine Oma, ja, eine Flöte hat. Was ist das nicht? So. Goethe spielt Flöte auf Schiller Sandilla. Und der hat im Grunde, das Sanssouci ist eine wunderbare Junggesellenwohnung, die er hatte. Also er hat ja ganz außen eine Bibliothek gehabt, da hat er sein Schlafzimmer gehabt, da hat er mit seinen Hunden gewohnt. Das muss gestunken haben wie Hölle. Der hat da mit seinen 6, 7 Hunden im Sommer gelebt. Nebenan war dann das Musizierzimmer abends, dann das Speisezimmer, dann nochmal so ein Festsaal und daneben die Gästezimmer, aber nur für Männer. Die Gästezimmer für Frauen, die waren irgendwo anders. So, das könnte man, also wie kriegen wir den Bogen ans Millerntor jetzt? Ja, gar nicht. Zu den Logen um. Ach, die Logen, ja. Sanssouci rund ums Stadion. Ja, ich mein. St. Pauli mit Pop, Sanssouci. Wir haben den Titel schon. Wir haben den Titel schon für den Podcast. Sanssouci, ohne Sorgen. St. Pauli ohne Sorgen. Ja, wobei das ist. Der Titel ist schön. St. Pauli, Sanssouci. St. Pauli, Sanssouci. Sanssouci wurde ja gebaut zu einer Zeit, wo eigentlich Friedrich große Sorgen hatte. Der war ja 7-jähriger Krieg, ne, den er mit angezettelt hat. Da wäre mir die ganze Sache beinahe um die Ohren geflogen. Das ist vielleicht so der Bogen, wenn man bedenkt, dass der Oke ja auch Luukay angezettelt hat. Den Abbruch, den wir ja vor 5, 6, 7 Jahren erlebt haben. Wie das lange ist Oke eigentlich schon dabei? Oh, lange. 10 Jahre? Ja, ich würde auch sagen, 10 Jahre. Ich hätte jetzt auf 7 getippt, aber... Nee, und mal überleg mal, als wir diesen... Wann kam Luukay, beziehungsweise dann auch Rettig? Das will ich doch nicht fragen. 2018? Ja, 2017. Also im Grunde auch schon, das war ja auch ein Experiment, was ja beinahe schief gegangen wäre. Ja, wir haben aus so einem Druck heraus, jetzt unbedingt aufsteigen zu müssen. Ja, und auch das Ganze zu ändern. Und jetzt erntet man das. Jetzt ist die schönste Zeit da. Jetzt kannst du sagen, jetzt ist Sanssouci, wenn wir aufsteigen. Das in einem Jahr sein wird, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber jetzt kann man sich eigentlich nur freuen. Ja, also, wenn die Mannschaft im Großteil zusammenbleibt, meinst du? Ja, vor allem jetzt mit dem so ein bisschen, gerade durchs letzte Wochenende, wäre ein bisschen positiver alles. Ich habe gerade einen Artikel gelesen über Jojo Eckestein. Der hat ja wahnsinniges Kopfballtor gemacht. Ich habe mir gedacht, was ist denn das? Das ist ein Kopfmensch. Das ist ein Kopfmensch, ne? Dieses 2-1, das war auch der Hammer. Schönes Kopfballtor. Also ich fand das andere fast noch schöner, muss ich leider sagen. Das war das erste von Dabo. Von Dabo, genau. Und auch natürlich Kopfball, dass wir überhaupt mal mit 2 Kopfballtoren ein Spiel gewinnen. Das ist schon mal... Ich finde es so lustig, dass sie ihn so aufgezogen haben immer. Ja. Weil er keinen Kopfballtore schießen. Ja. Und dann sagt er, so Freunde, ich habe jetzt noch 4 Spiele. Ich muss jetzt mal... Toll, macht mit dem Kopf. Ja, aber auch wie aufgetreten ist, die ganze wie nennt man immer, er hatte so ein Überzeugen. Wie aufgetreten ist, also das danach. Das war natürlich, Wahnsinn. Also ja klar. Also die beiden, also natürlich bei Jojo ist es so, der ist ja nun, der studiert ja tatsächlich jetzt auch noch Psychologie, glaube ich. Fernuni. Und deshalb der Kopf, verstehe. Kopf, genau, deswegen die Kopfsache.
Und natürlich, bei Dapo ist es ja so, dass er ja tatsächlich so ein Hassel hatte mit dem Schiedsrichter, der ihn ja, wo er permanent auf die Socken gekriegt hat und irgendwann mal eine gelbe Karte gefordert hat oder öfter mal. Und dann ist er einmal natürlich irgendwie, hat er völlig scheinheilig eine gelbe Karte für sich gekriegt, wo keiner genau wusste, warum. Also es war alles, das war alles ein bisschen seltsam. Also es war nicht sein Spiel, aber natürlich mit dem Kopfballtor und mit dem. Er war aber unheimlich stark. Er hat ja auch da in der. Ohne Frage. Also mir hat irgendwie Metcalf nicht so gut gefallen, trotz der Vorlage. Der hat und ich fand auch diese Variante mit Hartl auf links außen. Also ich hätte mir einen Zart trotzdem gewünscht. Er wollte natürlich, Hürzi Baby wollte natürlich mit Cam dann in der Mitte das ein bisschen festigen, zwei Sechser in der Mitte, die ein bisschen defensiver, ein bisschen körperlicher arbeiten für die Freigeister. Ich bin auch davon ausgegangen, dass er eigentlich dann die Kette umstellt, nachdem die erste Halbzeit desolat war, aber sie haben sich da, wie Hauke Wahl gesagt hat, reingebissen in das Spiel. Auf Viererkette. War kein schönes Spiel, aber haben sich. War ja auf Viererkette aufgemalt beim Kicker. Irgendjemand hat mir noch geschrieben, oh, St. Pauli mit Viererkette, aber stimmt ja wohl gar nicht. Stimmt ja gar nicht, nee. Ja, schade, dass unser Liebling, den wir tatsächlich ausgewiesenermaßen haben hier, Philipp Treu, dass die Saison für ihn zu Ende ist. Ja. Was ich übrigens noch spannender fand, war, dass der Schwede Ahlstrand, ich weiß nicht, was er so. Ja. Der war das erste Mal. War der im Kader? War das erste Mal im Spieltagskader. Das heißt, er ist nicht eingewechselt worden, aber war im Spieltagskader. Machen wir weiter mit den positiven Nachrichten. David. David Emmett hat ist sehr gut aufgenommen worden, hat eine solide abgeliefert, also hat eine gute Vorstellung abgeliefert. Und jetzt gibt's tatsächlich unter der Woche ein paar Rückkehrer. Also Simon Zoller ist wieder im Teamtraining. Nein, der macht das entscheidende 1-0 beim HSV. Das wird das eine Spiel sein. Carlos Bugalfa. Wie das denn? Und haltet euch fest, Scott Banks. Nein, der will auch nochmal. Ist jetzt wieder im Teamtraining, das heißt, der wäre auch einsatzbereit am Wochenende. Das würde ich ihm ja echt gönnen. Es gibt so viele Sachen, die ich so vielen Leuten gönnen würde aus dem Kader, aber das sind jetzt natürlich gerade. Ich weiß doch genau, kurz vor der Verletzung, wie er sich da gegen drei durchgeteilt hat. Ja, ja, ja. Und dann ist er auf der Nordstrand. Dann haben wir gesagt, oh, den möchten wir echt öfter sehen. Ja. Aber damals, es kommt aus dem Thema Glaube, hatten wir ja keinen Pfifferling auf diesen Aufschwung gesetzt. Nein. Und wir haben auch, glaube ich, bei unserer Wette für diesen Spieltag hat, glaube ich, keiner auf St. Pauli diesen Sieg auf Hannover gesetzt. Nur zwei Leute, ne? Tobi und Markus. Markus. Der andere Markus. Der andere Markus. Also ich ist ja hingefahren. Ich nicht. Also ich hätte jetzt. Also tatsächlich die beiden Hinfahrer. Tobi war auch da. Ja. Also liebe Grüße an die beiden, kann ihr uns hören. Liebe Grüße an Tobi und an Markus. Ihr könnt uns per WhatsApp eure Eindrücke aus dem Stadion schicken, dann schneide ich die hier noch rein. Ja. Genau. Also man ist ja schon so ein also wir sind Ungläubige gewesen, ne? Wir haben nicht dran geglaubt. Wir sind positiv überrascht. Kleingläubig. Also Kleingläubig sind wir, ja. Wir sind die Kleingläubigen. Wir sind einfach werden vom ersten Wind umgepustet und sagen, ach nee. Ja, muss aber auch sagen, wenn wir das Elversberg-Spiel, ne? Das war ja nun wirklich heftig. Sehr schlecht. Das war schockierend. Gut, dass du nicht da warst für den Stadion. Das war wirklich schockierend. Wir haben da gestanden und haben gesagt, was geht denn hier jetzt ab? Wahnsinn. Drei Gegentore in 10 Minuten, ne? Gegen Elversberg. Ja, vor allem wie? Das war einfach. Es war einfach schnell, war sprachlos, war jenseits von kraftlos, bocklos, sprachlos. Ja. Lustlos. Ja, die waren praktisch. Ja, das war wie das Management von den Bierbuden unten in der Nord. Das war eine Katastrophe. Aber es gab Alkohol. Ja, es hat, glaube ich, 20 Minuten gedauert, bis du ein Bier bekamst. Wir haben ein Bier getrunken, ne? Ja, ich habe ja bei. Du hattest in der zweiten eins geholt. Seit 20, 25 Minuten. Normalerweise, wir haben uns ja. Jetzt sagen wir mal so, ich habe mich durch meinen persönlichen Bierboykott während des Netzskandals. Da hatte ich einen freiwilligen Bierboykott und habe nichts getrunken. Also normalerweise ja mal 13 Uhr schon hacke dicht ins Stadion und dann noch 12 Bier. Mir auf Toilette als auf dem Stehplatz, ne? Kennst du ja. Dixie-Klo. Mir auf dem Dixie-Klo. Nee, aber ich hatte, ich meine, nachmittags Bier trinken können wir sowieso alle ein bisschen, Außerdem hat man einen jungen Ultra dabei. Das ist der Vorteil, wenn wir nächstes Jahr Bundesliga spielen sollten.
Da können wir wieder richtig normal ab 16 Uhr. Oh, geht's ja, das ist los. Ja toll. Das ist ja wie früher. Oh, schon so nett. Und dann gibt's auch mal wieder nicht exquisit. Anschlusszeit Freitag 18:30, sondern 20:30 oder sowas. Ja, und es gibt Sonntag, dann musst du sonntags nach dem Fahrradfahren schaffst du das noch locker ins Stadion, weil dann auch mal ein Spiel um 19:30 stattfindet. Also allein deswegen lohnt sich ja dann der Aufstieg. Weil wir auch schon festgestellt haben, dass wir dann ja Freund Oliver begleiten würden zu einigen Spielen, weil uns die zweite Liga so ans Herz gewachsen ist, weil die letzten Endes ja traditioneller und attraktiver ist als die erste Liga. Ihr wolltet mit nach Berlin, nee, also ich habe ja gesagt, ich will mit nach Münster und Ulm, weil die beiden aus der dritten Liga aufsteigen. Willst du nach Ulm? Nee, natürlich nicht. Markus geht gegen Darmstadt hin sowieso. Genau, ich gehe gegen Darmstadt gegen hin. In Köln gehe ich hin. Also der HSV ist ja der einzig verbliebene Underdog in Hamburg jetzt. Ohne es zu wissen. Aber also, Oliver hat ja gesagt, ja, komm mal einmal mit und dann siehst du die ganzen Spinner da und dann bist du doch nicht. Bist du doch nicht wieder also, mit. Ja, liebe Grüße an Oliver. Ja, aber es ist ja so, das haben wir jetzt auch schon festgestellt, auch wenn wir mit Leuten beobachten, der HSV ist das neue oder das alte St. Pauli. Das ist so eine Stimmung, wenn du wirklich sagen würdest, ich möchte mal irgendwo hingehen, wo eben nicht alles rund läuft, wo du eher der Underdog bist, aber es hat sehr viel Tradition, es ist sehr abgeranzt. Es ist einfach ein bisschen uselig, aber man geht trotzdem hin. Schwarz-Weiß, ersten Fortuna Köln oder der Hamburger SV. Oder Hamburger SV. Ich weiß gar nicht, woher das. Ich habe neulich so einen Einspieler gehabt, irgendwo auf, sind mir so Fußballszenen mit Petritsch und Seroberto hat irgendwie die besten Szenen von Seroberto beim HSV. Das war unglaublich, wie der da tatsächlich, das ist ja ein brasilianischer Linksfuß gewesen, der alles konnte. Bei Petritsch habe ich diesen Fallrückzieher gegen Valencia oder was das war. Ach. Also ich meine, ja, doch, liebe Zuhörer, ihr seid beim St. Pauli Podcast, hier geht's um St. Pauli. Aber ich wollte noch mal kurz einwerfen, dass ich und mein nicht wenig ausgelasteter Bauch, wir sind tatsächlich nicht mehr so sicher, ob wir Platz 2 halten. Ich halte die Relegation für wahrscheinlicher. Also ich muss dazu sagen, durch mein Tippen weiß ich ja, dass Kiel noch gegen Düsseldorf spielt. Ja. Am übernächsten Spieltag, glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist der Spieltag, wo wir das Derby haben. Und da ist es ja rein technisch so, dass nicht beide gewinnen können. Nee, es ist danach. Es ist danach. Es ist der vorletzte Spieltag. Danach können beide gewinnen. Ja. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass entweder das so ist, dass einer, so wie Kiel zum Beispiel, sowieso schon Meister ist und sagt, ach hier Düsseldorf. Schenken wir ab. Schöner Playboy, nimm mal die 3 Punkte mit. Aber dann würde ja bedeuten, wir würden es eine Relegation spielen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gegen Bochum. Oder Bochum. Mainz ist durch. Mainz glaube ich nicht, die haben so einen guten Lauf jetzt. Bochum, spielst du? Oder Bochum. Union. Ah, nee, ja. Ja, nee, verlieren wir. Ich würde mal sagen. Also gegen Bochum würden wir auch verlieren. Also ich glaube ja. Gegen Bochum würden wir verlieren, never. Doch, auf jeden Fall. Wir wechseln noch dann Zoller ein. Daschner. Na. Daschner spielt ja auch noch. Spielt der überhaupt noch da? Also ein Tor in jedem Spiel hat schon mal Daschner. Also. Er macht Zoller 2 Tore. Ich bin, wo wir jetzt so in die Eingeweide unserer Biere gucken, ich sehe da eine Relegation und ich glaube auch, dass wir das gemacht haben. Ehrlich gesagt. Entschuldige wir mal, du siehst, ich sehe doch gar keine Relegation. Unterbewusst. Ich habe Zweiter, ich habe gesagt Zweiter Platz. Da ist doch eine Bochum drin in meinem Bier. Ich hab gesagt Zweiter Platz, wird das hier noch. Ja, Zweiter Platz, du bist der Einzige, der die Relegation sieht. Hör doch mal auf mich, ich kann sowas. Dritter Platz, wir verlieren und ich habe mich gefragt, warum. Warum? Also ich weiß es ja jetzt schon. Ich habe ins Bier geguckt. Was hast du böses gemacht? Bier lügt nie. Das heißt, Rostock gewinnt 3-0 bei uns? Oder? Nein. Ach ja, das hast du. Das habe ich ja getraut, weil ich weiß, dass es nicht stattfindet. Die steigen trotzdem auf. Und die steigen trotzdem ab. Und wir können uns nicht mehr revanchieren. Stell dir erst mal vor, gemein. Die steigen ab. Dresden steigt nicht auf. Ja. Wie geil ist denn bitte die zweite Liga? Ja, natürlich. Ja. Ich glaube dass die zweite Liga besser besucht war als die erste. Ich glaube, 2 oder 3 Spieltage gab es, wo mehr Zuschauer in der zweiten Liga waren als in der Bundesliga. Ich glaube, dass wir das unterbewusst wünschen, wir uns das alle. Und deswegen wird das auch kommen. Wir wollen alles gewinnen und nicht aufsteigen. Das hast du doch mal gesagt. Ja, das sage ich immer. Das wäre doch schön, wenn wir alles gewinnen, aber nicht aufsteigen.
Und jetzt gewinnen wir fast alles. Ja, ich finde. Und zum Schluss steigen wir doch wieder. Ich denke aber an die jungen Leute. Die jungen Leute wollen erste Liga spielen. Die jungen Leute, die ganz jungen Leute, alle jungen Leute wollen die Rabauken, die wollen alle erste Liga spielen. Die Rotkäppchen wollen auch. Die wollen sogar Rotkäppchen wollen Champions League spielen. Champions League spielen. Also insofern geht der Weg nur nach oben. Es gibt keinen Weg zurück. Kursieren eigentlich Zahlen, was das für ein Rückenwind finanziell ist? 13 Millionen. Ja, das ist alles schon verplant für höhere Gehälter. Da können wir gar nichts uns leisten. Machen wir alles verplant auch für Podcast-Subventionen. Wenn davon nicht mindestens ein sehr großer Anteil in die... Ey, was ist denn bitte mit unseren Leistungszentren los? Also überhaupt kann natürlich... Ich habe neulich immer diese Prozent, 0,1% der Nachwuchsspieler schaffen das in die erste Mannschaft. Noch nicht mal die ganzen Bundesliga-Mannschaften haben noch nicht mal eine zweite, haben noch nicht mal eine U23 zum Teil, wo als Unterbau, normalerweise sind doch die U23-Mannschaften lieber uns, zumindest zum größten Teil, für die Leute, die den Durchlass nach oben schaffen. Bei uns nicht, bei Fürth ja, bei Union ja, bei Schalke ja. Ey, das kann doch nicht sein. Bei Hertha ja, beim HSV. Wieso geht das in anderen Ländern? Lange Jahre auch, ja. Im Moment auch nicht. Wieso geht das bei Benfica? Wieso geht das in anderen Ländern? Wieso geht das in Deutschland nicht? Wieso reicht das nicht, wenn die scheiß DFB-Nationalmannschaft nicht abliefert, weil sie überhaupt keine Jugendarbeit mehr macht, weil es überhaupt keine Leistungsrente mehr gibt, weil die ganzen Bundesligisten, Zweitligisten, Drittligisten alles auf Rentner setzen und irgendwelche Millionäre, anstatt mal... Ich glaube, ich kann dir das sagen. Ich glaube, es liegt daran, und ich halte ja, oder wir halten ja Herrn Bonekamp vorne an Edeka an der Kasse links für einen Mann mit Esprit und Ahnung. Also, rechter Hand, Bonekamp, linker Hand, Esprit. Du hast es, dankeschön, Willi. meine Karlauer sind manchmal um die Ecke, Markus, da musst du ein bisschen nachdenken. Also, der Mann mit Esprit und Ahnung. Ich glaube, der würde sofort, also im Sinne von Bornemann ist ein Chancengeber. Ich weiß noch seine Rede auf der JHV, wo er lange Vorrede, was ihm für Chancen eingeräumt wurden in Freiburg und dass er das zurückgeben will. Ich glaube, der würde liebend gern, würde der jungen Leuten aus dem FC St. Pauli Nachwuchs eine Chance geben. Er muss aber anderen Leuten eine Chance geben, die in Skandinavien ausgebildet wurden, in Schottland, in England, in wo haben wir Leute noch her, aus Schweden, aus Berlin, weil die schon erwachsener sind, die sind nicht mehr so ganz greenhornig. Und ich glaube, das habe ich mir so erklärt, der Leistungssprung von der U23, also die ja, wenn es Jugendförderung ist, A-Jugend, also bis 19 oder sowas, ne? Der Sprung bis in die zweite Liga ist echt so weit, da müsste man eigentlich ein Konzept zwischenbauen von nicht Farming Clubs, sondern irgendwie von geilen Clubs, wo man die in im Idealfall spielt der Unterbau in der dritten Liga, wie bei ganz vielen Bundesligisten. Bei uns ist jetzt die vierte Liga bei St. Pauli. Deswegen ist die Gap dann da nicht so groß. Oder soll zumindest rein der Gap von der dritten in die erste ist ja auch groß. Ja, genau. Deswegen verleihen sie die ja in die zweite. So, wir haben aber keine Chance, wenn wir jetzt schon nicht mehr mit Beratern reden, ne? Dann haben wir ja gar keine Chance. Und wir reden, also das ist jetzt meine persönliche Erklärung, wir reden nicht mehr mit Beratern, weil es sowieso keinen Sinn macht. Weil die Jungs sind mit 16 schon weggekauft, Stichwort Mokoko, wenn die wirklich Talent haben. Ich glaube ja, dass wir den Witz der Geschichte erleben, dass wenn St. Pauli aufsteigt, wir alle 13 Millionen dafür aufgeben, damit Mokoko wieder für den FC St. Pauli spielt. Na, nie, bitte, niemals. Also der 1-0-Torschütze von Kiel, Tim Rothe, war ja tatsächlich St. Paulianer früher. Aber du hast doch dieses Gehaltsgefälle. Wenn du Mokoko siehst, was der in Dortmund für einen Vertrag hat. Der ganze Kader. Das passt überhaupt nicht mehr zu uns hinein. Und das wollen wir auch nicht. Und wenn dann jemand meint, er müsste sein Glück außerhalb versuchen, dann soll das machen. Ich habe noch keinen erlebt, der von St. Pauli weggegangen ist und eine große Karriere gemacht hat. Erik Smith war im Zug oder im Flieger nach Griechenland und hat dann von seinem Manager einen Anruf gekriegt. Nee, kannst wieder umdrehen. Du spielst bei St. Pauli. Also, auch gut. Ist wieder umgedreht. Was? Wann war das denn? Als er zu uns gewechselt ist. Ach so, ja, stimmt. Das hat er erzählt.
Ja, das war schön. Bei Zoller war das auch so. Bei Zoller, aber auch auf der Autobahn. Und zwar an der Raststelle Allertal. Ja. Auf der jetzt sich alle getroffen haben nach dem Hannover-Spiel. Glücklicherweise hat er Hansa Dixi Rostock schon gespielt. Sonst trifft man sich ja dummerweise immer auf dieser Raststätte. Wann unser Schreibtatel? Ja, das ist übrigens, hallo Marcel, dreh doch mal ein paar Rosenkränze, aber jetzt unterschreib mal endlich. So langsam wird es albern, weil ich mal den Schuhe-Shot, ne? Ja, aber den Schuhe-Shot kann ja wirklich jeder. Also was ist denn das? Ich glaube, dass die Schwächephase hängt auch damit zusammen, habe ich in meinem Solo-Podcast schon gesagt, dass wenn so eine wichtige Figur in der Mannschaft wie Marcel Hartl das Risiko nicht eingeht, auf den Aufstieg zu wetten, dann machen es die anderen eben unterbewusst auch nicht. Das ist mein Appell an Marcel Hartl. Freundchen, jetzt habt ihr gewonnen und jetzt kneifen wir die Arschbacken zusammen und irgendwie das Restrisiko von 10%, das gehst du jetzt mal ein und unterschreibst. So, fertig. Also das ärgert mich richtig gehend. Ich hätte zum Beispiel nicht Hürzel ein Ultimatum gesetzt, ich würde jetzt Marcel Hartl ein Ultimatum setzen. Pass mal auf, wir haben jetzt den 22. April. Bis morgen hast du unterschrieben. Vielleicht hat er ja schon unterschrieben. Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass wir nicht intern sind. Das melden die doch. Wahrscheinlich sind die so verblieben, dass da alle schon Hamburger handwerkermäßig Anschlag kommen hier. Aber lass uns das mal mit dem auf der Bibel. Ja, genau, auf dem Bierdeckel. Auf der Bibel mit Jesus Blut unterschrieben. Aus seiner Unterhose. Dann hat der Bornemann hier noch so einen 5-Euro-Schein hingehauen. Nimm weg und so. Auf der Stirn. Was ist das mit den 5-Euro-Schein? Macht ihr das mal in der Handwerker. Die Handwerker. Die Hamburger Handwerker. Trickgeld. Nochmal, extra. Oh, herrlich. Ich kenn das irgendwie anders. Wir könnten eine Kollekte einfach auch mal sammeln für Marcel Hartl. Ja. Ich glaube, das Geld ist es nicht. Würde ich mal so. Ich glaube, es ist einfach die Überlegung mit 28. Der ist ja ein Reisender sozusagen, Fußballreisender. Er kommt übrigens aus Hannover, das ist seine. Nein. Nee, stimmt gar nicht. Eggestein kommt. Kölsche Jung ist das, er kommt vom SCS. Und er kommt aus Köln. Und das ist natürlich irgendwie. Jetzt will er nochmal gucken, ob da noch irgendwas, ja, was soll er denn irgendwas machen? Bei seiner Karriere eigentlich kommt. Er will auch nicht nach Mönchengladbach. Wenn du Kölner bist, dann wirst du niemals in Gladbach spielen wollen. Wenn er zum FC hätte gehen können, aber FC geht ja nicht. Na, da hat er sich ja auch so verbogen bei dem Interview. Ja, ich weiß nicht. Man könnte sich ja das eine oder andere vorstellen. Wo man auch denkt so, ey, hallo, als Kölner in Gladbach, hör mal auf jetzt. Nee, es geht nicht. Nein. Es geht nicht. Aber das meine ich ja. Das ist so unverbindlich, so blöd. Und ich glaube tatsächlich, das sind so psychologische Gefüge. Da kannst du auch gar nichts gegen tun. Wenn dein zweit- oder drittwichtigster Mann im Aufstiegsszenario sich nicht committet, nicht im Sinne von, ich mach das schon oder so, sondern Commitment im Sinne von Glauben an den Erfolg dieses Sprints. Nämlich bis Hartl zu uns gekommen. Hartl ist ja Bayern Bielefeld. Über Bielefeld. Ja, aber er war ein Gescheiterter. Bielefeld gescheitert. Union Berlin. Doppelt gescheitert. Zweimal aufgestiegen, zweimal nicht durchgesetzt. Und kommt zu uns, war ja bei uns nicht der wichtigste Spieler damals, ne? So auf Platz Nummer 6, 7, 8, 9 oder so. Und plötzlich ist er der wichtigste Spieler oder einer der wichtigsten Spieler. Ja, wie kommst du damit klar, dass du plötzlich durch diesen Rückschritt, den du gemacht hast, weit nach vorne gekommen bist? Na, das war er ja schon in den beiden anderen Vereinen vorher auch. Also es ist ja nicht so, dass er das jetzt neu erlebt hat. Nee, aber bei uns ist er massiver Gamechanger in dieser Saison. Definitiv. Ja, natürlich. Also er ist auch reif für die Bundesliga. Das glaubt ja wirklich jeder. So, aber trotzdem glaube ich, dass so eine Mannschaft von ihrem Führungsspieler Commitment braucht. Und wenn das nicht kommt, dann kann man sich noch 13 Mal sagen, ja, so ist das Geschäft und lalala. Das hast du unterbewusst. Wie lange hat ein Jackson-Vertrag? Das weiß ja keiner. 26? Ich glaube, ja. Ich glaube, er hat letztes Jahr unterschrieben und es waren 3 Jahre. Vasil hat auch gerade unterschrieben.
Tolle Leistung. Das war die letzten Meter noch zum Game Changer. Du warst immer so vasilkritisch. Und jetzt ist das der Mann, der uns dann noch vor den Musik gerettet hat. Ja, das war auch als was zu kritisieren gab. Kicker Elf des Tages tatsächlich zu Recht, wie wir auch finden. Also der hat uns tatsächlich in der ersten halben Stunde so im Leben gehalten. Wahnsinn. Also das gönne ich ihm auch. Er ist ja Nationalspieler und kommt dann natürlich nur sporadisch im Einsatz, weil er einen sehr guten Keeper vor sich hat. Aber es ist einfach ein, ich glaube, es ist ein sehr, sehr angenehmer Mensch, ganz angenehmer Typ, auch so ein ruhiger Geselle, der einfach nur seinen Job machen will. Und ich glaube, das... Er strahlt so eine wahnsinnige Ruhe aus. Ja, so cool. Ich meine, das ist so, er ist jetzt auch in dem besten Alter, ich glaube, er ist 33. Das ist beim Torhüter, das ist, glaube ich, so das idealste Alter, um in die Bundesliga aufzusteigen. Ist er schon so alt, 33? Ich glaube, ja. Was ist mit Saliakos? Hat Formdelle gerade, ne? Ja, ich glaube... Hat jetzt auch zweimal nicht so gut performt. Nee, hat nicht so gut gespielt, aber ich glaube, der war auch krank oder so. Das war, glaube ich... Wer hatte mir denn das erzählt? Ich dachte, du, Willi, aber dann hast du... Ich war nicht da. Irgendjemand hat mir erzählt, der war erst krank, hat doch gespielen müssen. Ach so, weil Treu dann ausgefallen ist. Nee, nee, also vorletztes Spiel. Gehen nicht wen, sondern das Feindspiel davor. War ja auch schon nicht Karlsruhe, so die... Nee. War ja auch schon nicht so die... Wie Karlsruhe, ja. Da war ja... Also, der scheint irgendwas zu haben, aber ist eben unabkömmlich. Heimweh, er hat Heimweh. Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, der fühlt sich hier sehr wohl. Und das Heimweh wird in der Taverna Hochfeuer. War ja nicht im Nationalmannschaftskader und Griechenland hat überraschend die EM-Qualifikation nicht geschafft. Okay. Gegen einen Underdog. Okay. Haben im Federschießen verloren gegen Lettland oder Litauen oder sowas. Irgend sowas, die noch nie dabei waren. Okay. Also er hat keine Einsatzminute gehabt, aber war natürlich in diesem, ja, okay, Loser-Kader sozusagen. Ich glaube, wenn du einfach, lass ihn mal, es gab doch die Grippewelle, die eigentlich eine Corona-Welle war. Nur die war so komisch, dass alle dachten, das wäre eine Grippe. Lass ihn doch mal einfach irgendwie so eine komische Corona-Grippe gehabt haben und da bleibt einfach ein bisschen was backen. Da bist du nicht mehr bei 100%. Und das merkt man, also hat man ihm, gegen Elversberg war ja seine Seite, war ja die, ja, ja. Also zwei Kämpfe waren halt seine, die er, also wo er keine Schuld hatte in dem Sinne. Davon reden wir ja sowieso nicht. Vor allem ihm gegenüber nicht. Unglücklich. Sondern er war als letzter derjenige, der es dann nicht ausbügeln konnte. Was er normalerweise mindestens einen von zwei Malen kann. Und das, ja, das ist mir auch aufgefallen. Der ist irgendwie so ein bisschen abgetaucht. Aber dass wir auf der rechten Seite keinen Ersatz haben, zeigt ja, dass er mal wieder spielen muss. Kader Bundesliga. Was brauchen wir in Verstärkungen? Wollt ihr wirklich darüber reden? Nee, lass uns darüber noch nicht reden. Lass uns erstmal ein Bundesliga-Thema werden lassen. Also offiziell, finde ich zumindest. Ich glaube, wir brauchen... Also wenn so kann der Bornemann aber nicht denken. Nee, aber wenn mein Szenario wahr wird, dann haben wir 7 vakante Stellen auf einen Schlag. 7 vakante Stellen? Gibt es so viele offene Verträge? Oder? Nein, die werden alle weggekauft, wenn wir nicht aufsteigen. Ach so, wenn wir nicht aufsteigen. Also wenn da eine Relegation passt. Ja, wenn mein Szenario passt und wir bleiben in der schönsten Liga der Welt, die ja noch viel geiler wird nächstes Jahr, mit Ulm und Münster und mit Köln und Darmstadt. Ich war ja noch nie in Darmstadt. Wir machen ja schöne Podcast-Auswärtsfahrt. Du warst noch nie in Darmstadt? Ich war noch nie in Darmstadt. Das müssen wir mal ändern. Ich war ist schon Darmstadt mal. Böllenfalltor? Ja, aber es ist nicht mehr lange. Es ist ein neues Böllenfalltor. Ne? Das neue Böllenfalltor. Da hole ich mein altes Zulu-Shirt raus. Sehr schön. Und dann gehen wir mit dem Zulu-Shirt. Muss ich dich an den nochmal Fortuna Köln ansprechen? Die haben 1-1 in Büren. Ja, Fortuna Köln, das ist alles sehr... Matthias Mink ist der neue Trainer. Aber die haben verlängert mit ihm, ne? Also fürs nächste Jahr. Der sportliche Leiter, weil er keinen Cola macht, der sportliche Leiter jetzt den Trainer. Und ja, das ist auch nächstes Jahr. Duisburg steigt ja jetzt ab. Ja, ich bin mir sicher. Das heißt, Duisburg würde wieder aufsteigen, denn die meisten... Knolli hat die Tränen im Auge. Knolli hat unser Alter hat Knolli und Sänger, ne? Nee, Sänger ist der Kaiserslautern. Marvin Sänger, du hast die Sport nicht verbessert. Sänger ist Kaiserslautern. Wer ist denn der von uns? Lukas Sanders in Sandhausen, glaube ich. Der Innenverteidiger. Nicht Sänger. Ja, du hast jetzt den Namen schon gesagt. Warte mal. Egal, jedenfalls
Aber Duisburg hat sich aber auch kräftig den Abstieg verdient. Die haben die ganze Saison über... So der große Blonde, der hat auch gerade ein Tor geschossen vor kurzem. Christian? Egal. Aber jedenfalls, Duisburg hat sich den Abstieg richtig sauer verdient. Und mit der Punkteausbeute und nicht mal 30 Punkte haben die ja jetzt. Ne? Du meinst den Abstieg haben sie verdient. Den Abstieg haben sie sich verdient. Und aber nächste Saison werden die dann, genau wie Aachen jetzt hochkommt. Und das heißt für die Fortuna, ne? Da bleibt wiederum nur die vierte Liga übrig. Aber nochmal zu dieser Thematik, wir haben kein Backup für Saliakas gehabt. Ja. Wir haben noch einen Weltmeister, der Backup machen kann, 17-Jährigen. Stimmt, aber spielt die eigentlich nicht. Aber das Thema hatten wir schon, wo man nicht spielt. Das Silber, ja, das ja. Silber. Ja, der war einmal im Kader, aber hat nicht ist gespielt. Einmal eingewechselt worden? Da waren wir nicht dabei, also ich zumindest nicht. Also keiner hat die Zeit, solche aufzubauen in der zweiten Liga. Ich glaube, es geht fast eher in der ersten Liga. Aber auch in der ersten Liga, Moukoko. Also Terzic hat auch nicht die Möglichkeit, Moukoko aufzubauen. Nee, genau, der Druck ist aber so hoch. Habt ihr was mitbekommen? Wir kriegen ja demnächst nochmal Geld. Wenn Bordemann richtig gut verhandelt hat. Ja, ich glaube schon. Habe ich auch gelesen. Ja, weil hier unser alter Innenverteidiger, wer ist der? Medic, wechselt zu Dortmund. So. Genau, dann kriegen wir nochmal hier so eine... So eine Kaskaden. Stimmt, der kommt ja bei Ajax ist er jetzt, ne? Amsterdam. Ist er, glaube ich, gar nicht zum Einsatz gekommen. Oder nach einem Tor im ersten Spiel oder irgend sowas. Genau. Und da er jetzt ja. Genau. Sekunde. Wir machen mal ein Quiz mit unseren Zuhörerinnen. Weil das Thema hat Markus schon mal erklärt. Wer weiß es? Bueller? Nee, du kriegst Bueller. Wer weiß es? Bueller? Ferris macht blau, hallo. Ferris macht blau. Wir sind ein Podcast, Freunde der Sonne. Ferris macht blau. Wer weiß es? Bueller. Okay, ich erkläre dir das später. Habt ihr es rausgefunden inzwischen? Wenn nicht, dann erklärt euch Markus jetzt, warum unser hochgehandelter Innenverteidiger bei Ajax Amsterdam keine Rolle mehr spielt. Naja, weil ja der Mann, der ihn geholt hat, nicht mehr bei Ajax ist, dem wurde ja untreu vorgeworfen. Der geht jetzt wieder zu Dortmund. Genau, deswegen geht es. Misslintat. Ja, deswegen wird Misslintat jetzt Medic nach Dortmund holen. Misslintat. Misslintat. Lars Ricken wird der neue starke Mann. Und sag mal, stell dir das mal vor, ich meine, was verdient Süle? Zu viel. Genau. Medic wird sicherlich auch nicht schlechter sein, als was Süle gerade bringt. Und das so ein Bruchteil der Kosten. Ja, klar. Aber Dortmund ist doch mal eine andere Liga. Das ist doch jetzt mal ein Bundesliga-Podcast hier. Champions League. Ruhe da hinten. Hast du deinen Hund nicht erzogen oder was? Mein Ohr. Der zieht wieder mein Ohr. Oh Mann. Das ist ja auf der Schanze aber auch so eine Sache. Die Leute brauchen emotionale Wärme und deswegen haben sie alle einen Hund. Habt ihr erzählt, wo wir uns befinden? Ich liebe ja Hunde, aber die kann man ja erziehen. Ich glaube, das ist jetzt gleich wieder Ruhe eingekehrt. Ich glaube, die hatten schon mal eine Auseinandersetzung, die beiden. Ja. Der Hund und der Kollege. Ach so, kann gut vorstellen. Ja. Habt ihr schon gesagt, wo wir uns heute befinden? In den Räumlichkeiten? Oder wir sind heute mal außerplanmäßig in keiner Taverne, sondern im Kulturhaus 73. Kultur. Hier geht es um Kultur. Um Hochkultur, um Hoch- und Aufsteigekultur. Um die Grundingredienzien einer Übermannschaft. Oder wir gewinnen jetzt einfach alles. Das passt nicht zu deiner Dritter. Nein, natürlich nicht. Es wehrt sich irgendwas ganz tief in mir. Ja, pass auf, in 2 Jahren, nach dem Abstieg im nächsten Jahr, spielen wir dann in 2 Jahren gegen den Abstieg. Und müssen unbedingt... Und unser Kapitän wird dann sein, Lars Ritzka, weil alle anderen weg sind. Jetzt verstanden. Dann hast du alles wieder wie früher. Ja, aber ich möchte das ja nicht. Ach komm, einmal erleben. Einmal. So das habe ich doch schon erlebt. Ja, du, aber die anderen, die Jungen noch nicht. Ach so, die jungen Leute noch nicht. Wann war das letzte Mal Bundesliga? 2010. Da sind wir noch unterwegs gewesen. Da war ich noch jung. Und ja, da waren wir noch jung gewesen. Das sah gut aus. Da waren wir in München. Da waren wir in Dortmund. In Stuttgart. Nach dem Sieg gegen den HSV. Ja, danach ist der Abwehr. Wo ich übrigens auch war. Mensch, aber hier überall. Ja, da waren wir ein bisschen aktiv. Da war auf Schalke. Ja. Da habe ich noch eine knappen Karte. Köln waren wir auch noch. Ne? Eine knappe Karte. Köln waren wir es gibt keine knappen Karten mehr auf Schalke. Was? Was mache ich jetzt mit meiner Kollege knappen Karte? Kollege war von mir beim Auswärtsspiel und das ist jetzt alles anders. Also knappen Karten gibt es nicht mehr. Ja. Und es gibt aber Döner auf Schalke. Dönerkarte?
Dönerbude im Stadion. Das ist doch mal 1A. Wahrscheinlich Tönnies Fleisch, deswegen werden wir alle Vegetarier oder Veganer jetzt. Aber Moment, Tönnies hat ja nur die Schlachthäuser. Wie er selber schon gesagt hat, er schlachtet doch auf Biofleisch. Ne? Also für den ist aber Biofleisch aus dem Vogel auf dem Rind gelandet. Das ist bei ihm beim Häckseln. Ja. Ja, nee, lass uns nicht viel mehr darüber reden. Ich habe mir übrigens ein neues Lieblingscurry. Ich weiß gar nicht, wer das alles weiß. Ich bin ja einer der größten Fans von Jamie Oliver seit 2000 Jahren schon. Du bist Jamie Oliver. Also langsam, aber sicher. Aber ich könnte auch so reden. Hallo, Freunde. Heute machen wir mal ein Gemüse-Jelly. Und ich habe was vorbereitet. Spricht er Deutsch? Ja, aber wenn er Deutsch spricht, dann spricht er so. Hey, Freunde, heute machen wir mal ein lustiges Gemüse-Chili. Das ist total Helium schrecklich. Luftballon. Das ist ein bisschen Helium-Luftballon. Hallo, Freunde, ich bin's, euer Jamie. Also, ich kann gar nicht Jamie sein. Ich habe auch wieder ganz andere Stimme schon. Aber ich bin ein ganz großer Freund seines Chilis, sein Chili con Carne-Rezept aus einem seiner ersten Bücher. Und das koche ich seit 25 Jahren gefühlt. Und es kommt immer gut an. Und jetzt habe ich ein neues Rezept von ihm gefunden, ein Gemüse-Chili. Und ich muss sagen, es ist fast noch besser. Und zieht euch warm an, zu Weihnachten gibt es kein Fake-Hackfleisch mehr und so. Das hat mich ja immer geärgert. Also mich hat am richtigen Chili con Carne, damit ihr euch jetzt mal ein bisschen auch, jetzt geht's mal gar nicht um St. Pauli, sondern um Chili con Carne. Was mich am Chili con Carne immer genervt hat, ist, dass es so wenig Gemüse hat. In welcher Position spielt der denn, der Chili con Carne? Chili con Carne spielt ähnlich wie Chili Gonzales, beide in der Innenverteidigung. Ja. Und dann, wenn sie denn Chili gegessen haben, da gibt's mal ordentlich was aus dem Moos, heiße Luft aus dem Moos, und dann sind sie in 0, nada nix auf der linken Seite und rechten Seite vorne. Also Saliakas könnte ich dieses Saliakas und Treu, vielleicht Kemlein noch, die könnten gut mein Chili vertragen. Da fängst du an zu laufen, mein Freund. Nein, aber mal was anderes. Das hat mich eigentlich immer gestört an Chili con Carne, dass da so wenig Gemüse drin ist. Klammer auf. Wer jetzt denkt, dass in Chili con Carne Mais gehört, der gehört mit selbigen gepudert. Aber Klammer zu. Aber es war eben so lecker, dass ich das immer machen musste. Und jetzt habe ich von ihm einen Gemüse-Chili. Das ist sogar vegan, wenn man den Joghurt nicht dazu tut. Was sozusagen extra ist. Aber eine Option. Ist eine Option für Vegetarier. Und das schmeckt sowas von geil. Und du hast was zu essen und du hast frisches Gemüse. Er hat auch einen Trick dabei. Wie immer, er hat immer einen Trick, der das Gericht besonders macht. Der Trick ist, Süßkartoffeln im Ofen bei 200 Grad 45 Minuten lang backen. Dann werden die nämlich quasi wie so Kohlebriketts. Trick beim Chili? Welcher Kniff war es? Das war der Zimt. Der Zimt ist beim Chili der Trick, wo alle sagen, oh, das schmeckt ja nach Weihnachten. Deswegen musste ich das ja auch immer Weihnachten machen. Sagen wir mal andersrum, der Trick Zimt und die getrockneten Tomaten. Ist das jetzt eine Einladung? Ja, ich mache euch gerne so ein Chili. Am Schiff. Auf dem Schiff könnte es schwierig werden, weil ich würde nochmal ein ganz frisches, ähnliches Thema anschneiden. Du könntest das machen und dann könnten wir das mitnehmen. Einfach nur warm machen. Ja. Dann schmeckt das sogar noch besser. Ja. Markus, sehr gut, so machen wir das. Kriegen wir noch eine Auswärtsfahrt hin? Ich hätte einen Vorschlag für den Sommer. Ich wollte ja nach Wiesbaden, aber wir haben es heute verpasst, die Bestellung. Ich muss ja zum Friseur, wie ihr seht. Ja, wenn man nicht versucht, kriegt man auch nichts. Hier, ich war eben in dem kleinen Kiosk hier. Da war ein junger Mann, ungefähr meine Figur, in so einem beigen T-Shirt. Und er hat gesagt, er hat mit seiner Freundin telefoniert. Und dann hat er, ja, was wünschen Sie? Und dann gesagt, ich rufe dich gleich zurück. Ich so, nee, ich will mal gucken, telefonieren wir mal da. Und dann war er so, ja. Und ich hatte heute sechste Stunde und da war ich aber nicht. Hab was anderes gemacht. Ich habe eine Karte für Wiesbaden bekommen. Und dann war er, ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann war er so, ja, danke. Also ich habe mich eingeloggt und war natürlich zu früh, deswegen musste ich mich verschieben, weil ich ja beim Sport dann war. Aber was habe ich zum Trotz gemacht? Ich guck gleich mal in meine E-Mails. 120 Millionen sind beim Lotto zu gewinnen. Ich habe mitgespielt.
Wenn du gewinnst, kannst du das Situation. Dann kaufen wir Wiesbaden. Dann kaufen wir Wiesbaden und Elversberg zusammen und machen da. Aber ich sag dir, das gibt den größten Wertverlust ever, nachdem wir gegen Osnabrück aufgestiegen sind. Der will keiner mehr nach Wiesbaden fahren. Das glaube ich auch. Kriegst du die Wiesbaden-Karten für 10 Euro? Ich habe auch kurz, überlegt. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust zum HSV. Die hinwollen, werden natürlich auch runter, wenn die Körperspannung weg ist, hinwollen. Einfach nur, um nochmal extra zu feiern. Ja, aber wer will denn da hin? Hallo Wiesbaden, du weißt schon, Wiesbaden. Ja, das ist doch diese schöne die Hauptstadt von irgendwas. Von den Rentnern. Mit Glücksspiel und so. Die Rentnerhauptstadt. Stimmt, das ist, die könnten die Spielbank da gehen. Du, aber da kannst du auch nach Travemünde. Alles auf Rot. Scheiße. Also eine Auswärtsfahrt kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr hin, ne? Vor der EM. Otto. Oder dritte oder vierte Liga. Fünfte Liga, sechste Liga. Frauenfußball. Travemünde. SV Travemünde, erste Dame. 1.93 kriegst du eine S-Bahn-Heimfahrt hin. Wir haben Samstag jetzt gegen HLB 10. Ja, am Samstag bin ich aber auf dem Schiff. Ja. Also am Samstag hat der HBC gegen Grün-Weiß Einsbüttel gespielt. Ja. Und da war der Bundesliga-Star von Augsburg, Demirovic, da, weil sein Bruder, der 23-jährige Demirovic, bei HBC spielt. Und das sind die so gut. Naja, also er ist wohl mehr, also das größere Talent ist, glaube ich, der Bundesligaspieler. Also der ist mit seinen 23, ist, glaube ich, auch ausgewechselt worden. Ist das wie bei den Eggesteins? Nee, Obereggestein war kein Guter. Und in Schlotterbix. Und in Försters. Ja, wahrscheinlich. Aber haben die mitbekommen, wer jetzt Trainer ist von diesem Eisenbahnerverein aus Wilhelmsburg? Wo ich früher gespielt habe. Nee, Finn Bartels kann es nicht sein. Der ist Molfsee 3. Ja, genau. Weißt du, wer der jetzt Trainer ist? Ich weiß, wer früher Trainer war. Ja, wenn wir jetzt Trainer sind, sind der Dritte. Ebbe. Nee, Berkan. Berkan Alka. Ah. Deswegen, der haben doch einfach als die Einigkeit? Also es war der. Ich glaube schon, Einigkeit, ja. Alter Arbeitersportverein, ne? Also Eisenbahnersportverein. Eisenbahnersportverein, Einigkeit. Habe ich 6 Jahre gespielt. Ja. Dann will ich 6 Jahre die Torjägerkrone. Jedes Jahr. Kling, kling, ein Abo drauf. Du warst ja Vorgänger von diesem komischen Harnik, oder? Also wenn es eine sportliche AI gäbe, die so künstliche Körper bewegen könnte, dann würde man Willis Torinstinkt würde man versuchen, digital. Auf Harnis Körper. Auf Harle, jetzt nicht mehr, aber früher, also auf irgendeinen Körper, der das kann, rüber. Zollers Körper. Nein, Zollers Körper ist. Der kommt auch nicht mehr. Jetzt komm mal, hör mal auf. Der muss doch noch mal kommen. Der kommt nicht. Der hat das eine Spiel nicht abgeliefert. Markus Weinberg muss uns jetzt hören. Der hat uns versprochen, dass er ein Spiel nach 1-2 Tore schießt und. Believe my words. Ich bin heute der Augure. Gib mir ein neues Bier und ich lese daraus. Wollt ihr noch eins? Ja, nehmen wir noch eins. Wir trinken hier übrigens nur alkoholfreies Bier. Fast. Anfang des Jahres leben wir hier ganz gesund. Bist du mit dem Auto da? Ja. Sehr geil. Kannst du mich rumfahren? Ja. Sehr gut. Dann kann ich den Podcast hier schneiden und mir selber noch mehrere Liter Alkohol zu Gemüte führen. Oh je, liebe Leute. Aber mein Auto ist groß, da passt eine Menge rein. Also ich meine, jetzt so an Sachen. An Alkoholiker. An Alkoholiker. Und an Alkoholikern. Und Menschen. Ja, mein Boot liegt ja an den Strande und ich habe ja einen sehr, sehr netten Bekannten da. Der ist, schätzungsweise auch etwas über 70. Und der ist gelernter Orthopäde, Doktor der Orthopädie. Und wird in Strande nur der Knochenbrecher genannt. Weil wenn du in der Kneipe bist und sagst, oh, ich habe hier hinten, dann sagt er, räumt er den Tisch vor und sagt, leg dich mal hin. Und dann macht, aber danach ist es in der Regel besser. Kurzfristig besser, genau. Wie der Pferdeflüsterer, dieser. Nee, nicht kurzfristig, denn ist das gut. Echt? Ja. Der ist wirklich gut. Und auch noch super nett. Ich finde so Chiropraktiker eine tolle Sache. Der hat eine ganz interessante Sache gesagt. Der hat gesagt, nach seiner Erfahrung gibt es sehr viele Alkoholiker, die so in der Stufe von 0 bis 7 rangieren. Also 0 sind so Leute wie du, die so ab und an mal Alkohol trinken und auch ganz, ganz selten mal einen über den Durst. Und 7 sind so Leute, die einfach den ganzen Tag Alkohol oder sehr oft jeden Tag Alkohol trinken
eigentlich schon müssen, aber das vielleicht nicht wahrhaben wollen. Und er meinte, wir liegen da irgendwo dazwischen, zwischen 3 und 4. Und das fand ich eine sehr interessante Einordnung, muss ich sagen. Nein, aber ich finde, guck mal, Alkohol ist ein Nervengift. Und wenn man keinen Alkohol zu sich nimmt, dann ist man einfach frischer im Kopf. Das ist einfach sehr angenehm. Ja. Also nichts gegen ein schönes Glas Bier, wenn es heiß ist, wenn es warm ist oder auch in Geselligkeit. Aber es ist halt gerade dieses Beständige immer. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist immer auch anstrengender, sich dann mal um gute Tees zu kümmern, gute Drinks. Das stimmt. Es ist mit Aufwand verbunden. Und es ist sehr gerade im Stadion. Und es ist sehr viel gerade im Stadion. Es ist sehr viel bequemer, einfach dann auch, wenn man auch weggeht, der Griff zur Flasche Bier oder zum Wein ist halt das Einfachste, was da ist. Und ansonsten haben die ja nur Soda, Cola. Ist auch die größte Auswahl. Süßes Zuckerzeug. Genau. Und, worauf man ja eigentlich auch keinen Bock hat. Ja. Weil Zucker ist ja fast noch schlimmer als sozusagen alkoholisierter Zucker. Ja. Also insofern machen wir dann, oh, guck mal, da kommt, das ist ja hier ein Anblick. Ja, ich bin ja im Moment gerade sowieso so drauf, dass ich sage, jetzt. Bist du fange ich gerade nicht mit. Bist du 3, 4, 0 oder 7? 0, 4, 0. 0 für 0 ist gut. Das kann er nicht wissen. Ja, muss ich ihm kurz erklären. Ja. Also von einem Alkoholikergrad von 0 bis 7. Also 7 ist unser Freund W aus S. Ach so. Und 0 ist Also ich bin jetzt bei 1, weil es noch hell draußen ist. Aber im Laufe des Abends würde ich mich auf eine gute 5 vorarbeiten. Auf eine 5? Das heißt, heute ist Dienstag. Du nimmst heute ein Mixtape auf? Ja, nee, ich koche noch was zu Hause. Oh, wie schön. Und beim Kochen, trinkst du auch so gerne was beim Kochen? Ich trinke ja gerne Bier beim Kochen und Wein zum Essen. Bei mir ist es tatsächlich andersrum. Ich beim Kochen trinke ich gerne einen Wein. Und trinke ihn aber tatsächlich in der Regel nicht mehr zum Essen, sondern da bin ich dann eigentlich, also ich habe nie Bier im Haus, deswegen kommt das gar nicht in Frage, bin ich immer bei Wasser oder irgendwas Leitungsmäßiges, Leitungsheimermäßiges. Aber mein Ritual ist tatsächlich beim Kochen immer Podcast an, St. Pauli Pop oder einen anderen Podcast. Es gibt noch einen anderen guten, also nicht viele, aber ist schon der beste. Aber den mache ich dann an und höre ihn nochmal. I love you sehr. Und dann, ich höre euch ja auch so gerne beim Kochen. Ich höre auch unsere Freunde von Freibeuter und Pfeffersack. Ganz liebe gerne. Liebe Grüße. Leider haben die das in den letzten beiden Malen, so nur für mich persönlich, so ein bisschen verbaselt. Wenn ich gerade mal ihre Meinung zum letzten Spieltag hören wollte, haben sie es noch nicht aufgenommen. Das fand ich jetzt, das war jetzt für mich persönlich. Die haben ja das Problem, dass sie ja wirklich zu jedem Spiel aufnehmen. Also haben sich die Leute daran gewöhnt, ey, nach dem Spiel hören wir von den beiden ihre Meinung. Ist ja bei uns nicht so. Bei uns warten die Leute einen Monat, kratzen an der Tür. Unberechenbar. Schlafen bei uns auf der Veranda. Fußmatte. Und sagen, hallo, können wir uns hier irgendwo anstellen? Wann kommt er? Ich habe übrigens noch einen Maike, jetzt ist er da. Liebe Grüße natürlich an unsere Supporter. Die gibt's die noch? Muss ich dir erst mal sagen. Es gibt vor allem, oh ja, da muss ich ganz kurz sagen, da ich nicht weiß bei beiden, ob sie ihre Namen hier hören wollen, sage ich einfach, liebe D, vielen, vielen Dank. Eine unserer ältesten SupporterInnen, also nicht von ihrem Alter, sondern von seitdem es diesen Podcast gibt. Zugehörigkeit zu uns. Eine unserer treuesten Supporterinnen hat für sich selber gesagt, Alter, ich habe jetzt mal lustigerweise habe ich das zuerst gar nicht verstanden. Ich dachte, sie hat alle Abonnements gekündigt und gesagt, ich habe alles gekündigt, ich will mal nächstes Jahr mal mein Leben ändern. Day off. Aber die hat auch St. Pauli gekündigt. Also die will auch von St. Pauli nichts mehr wissen. Dann ist es auch logisch, dass sie von uns nichts mehr wissen will, weil wir ja über St. Pauli reden. Aber auf diesem Wege, wir können das gut verstehen und herzlichen Dank. Und auch noch auf diesem Wege deinen Hinweis auf meine Rückfrage, was wir denn anders machen können oder was du so für Tipps hast für uns.
Ja, dass hier mehr Frauen im Podcast stattfinden, haben wir aber sowas von auf dem Zettel. Ich war sogar schon verabredet mit einer sehr tollen Frau, Fotografin, aber leider musste ich aus persönlichen Gründen absagen und habe es nicht hingekriegt, aber wir holen das nach, auf jeden Fall. Also auf einer To-Do-Liste ist das in der Skala ganz oben einsortiert. Also von 1 bis 10 ist das auf jeden Fall eine 9. Von der Wichtigkeit, dass Frauen im Podcast kommen. Und dann haben wir jetzt noch einen neuen Supporter, der uns ein Jahr lang supporten wird. Herzlichen Dank auch an dich. Wenn du willst, schreib mir kurz eine Mail, dann nenne ich dich auch bei richtigen Namen und wir feiern dich mal ordentlich anständig im nächsten Podcast. Und stoßen auf dich an. Anstoßen können wir jetzt schon. Also einmal. Übrigens, ich habe noch einen wir sind auch im Popkultur-Podcast. Ich habe einen sehr schönen Wim Wenders-Film gesehen. Nachweislich sind wir ja hier auch am Tisch sitzend. Toilettenfilm. Genau, der Toilettenfilm Perfect Days fand ich großartig. Da geht es sehr viel um Musik, sehr viel um Literatur und einfach um einen Tagesablauf in Tokio, und es ist wirklich, die Kultur ist so toll beschrieben, dass man eigentlich Lust hätte, mal eine Reise in dieses Land zu tun. Oh, das habe ich sowieso. Nein, also, eine Toilettentour dort zu machen. Hast du gesehen den Film? Ja. Ey, Wahnsinn, diese dimmbaren Scheiben bei den Toiletten. Klar, Wahnsinn. Also diese Art und Weise von Unterschieden von den öffentlichen Toiletten. Ich werde Felix mal fragen, wenn er dann zurückkommt im September, ob das wirklich so ist. Oder ob sie sich wirklich nur so 2-3 Toiletten da rausgesucht haben. Das alleine im Film waren es ja schon 5, 6, 7, 8. Ja, aber dann hat den an, dass wir alle so sind. Ne? Und ja. Und das ist ja, das klingt ja ein bisschen abwertend eigentlich, wenn man es liest, weil wir natürlich von unserer Kultur und von unseren Toiletten Saubermachern ausgehen. Das ist ja ein Traditionsberuf, der über ein ganz anderes Standing hat im Land. Aber der ist ja, seine Schwester findet das nicht toll, dass er Toilettenputzer ist. Hast du tatsächlich... Also bei mir hat der Beruf auch ein großes Standing. Seit dem Madhouse spätestens. Aber was war denn im Madhouse? Hat Madhouse gab es auch diese ältere Dame, die hatte alles. Ach so. Die hatte von kleinen Trets bis Gummis bis Reste von Amphetaminen, die sie gesammelt hat. Auf derselbigen Toilette, die hatte alles. Die hat auch ein Ohr gehabt für deine Sorgen, wenn das Mädel, mit dem du hingekommen bist, plötzlich mit dem anderen geknutscht hast, dann konntest du dich bei ihr ausweinen, die war toll. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wenn das selber in seinem Film vorgekommen ist? Ja, bei der Essensszene. Im Schattenland war auch. Okay. Da war der einzige Europäer, ist ja so grauer und 2 Meter groß und blickt so einmal kurz zur Seite und dann sieht man ihn in der Soudette. Nee, in den Kassettenladen. Ja. Es geht ja um Kassetten. Ja, genau. Wer Kassetten tolle mag, Musik. Also Musik auf die Playlist, Lou Reed auf die Playlist, Van Morrison auf die Playlist. Wer war das noch? Es war so Lou toll. Reed habe ich einen schönen Song für uns auf der Playlist. Der Last Great American Whale. Das ist eines der schönsten Songs und einer seiner letzten 80er-Jahre-Platten, New York. Weißt du was? Das war meine erste Lou Reed-Platte, die ich gekauft habe. Echt? Die ist toll, oder? Ach, ja. Last Great American Whale. Hier gibt es sogar den Soundtrack von dem The Film. Chief Freed the Whale. Ja, genau. Otis Redding. Ja, Velvet Underground natürlich auch. The Animals. Ich setze mal so Patti Smith. Jetzt kommen mal ein paar Sachen mit Playlist. Perfect Day von Lou Reed natürlich auf jeden Fall. Du bist ja auf dem Trip. Weißt du, was ich gerade höre? Na? Bob Dylan. Ach so. Und zwar Blood on the Tracks. Okay. Ich kann nicht nachgucken. Ihr seid gemein, weil mein Handy nimmt auf. Aber stimmt, wir sind mit dem kleinen Besteck. Ich bin auf demselben Trip. Ich bin mal wieder J.J. Cale über den Weg gelaufen. Und das ist ja auch so ein geiles Album. Augenblick, ich wette gerne von Bob Dylan Meet Me in the Morning. Bob Dylan Meet Me in the Morning. Und ich hätte gerne J.J. Cale. Sag mal, wie das Album heißt, mit diesem Hund oder was das ist da. Meet Me in the Morning. Aber für dich ist dann wieder Konzertzeit angesagt. Das erste Konzert ist ausverkauft, aber am Montag macht er noch mal ein Konzert. The Reed? Nein, Fischer Z. Ja, ich weiß, aber das ist ja immer in der Fabrik. Obwohl, diesmal ist es nicht in der Fabrik, oder? Doch. Doch, ja. Es geht ja in der Fabrik. Ja, es ist immer in der Fabrik, wo ein B.
Ich finde das da ja sehr unangenehm. Ich kriege ja immer Atemnot. Boah. Wow. Ja, weil ich bin auf dieses Holz komischerweise allergisch, glaube ich. Ja, es ist sehr eins. Es ist so ein ganz fiese Luft da. Was möchtest du von JJ Cale drauf haben? After Midnight. After Midnight. After Midnight. Ja, ihr könnt natürlich tatsächlich Sidekick, ihr könnt auf Spotify unsere Playlist St. Pauli Pop gerne auch mal durchseppen oder laufen lassen, zum Kochen benutzen, wie auch immer, im Hintergrund. Und die wird stetig neu aufgepeppt mit den Sachen, über die wir sprechen, wenn ich es nicht vergesse, im Nachgang zu machen. Ja, aber das Schlimme an Spotify ist ja, man kommt, dieser Backkatalog, ne? Also du kannst dich ja richtig... Das kannst du aber umgehen. Nein, finde ich ja gut, weil man kommt, entdeckt ja so richtige Musikwelt, mit denen man ja an sich überhaupt nichts zu tun hat. Und das ist dann manchmal ganz schön. Also dass man zum Beispiel... ja, das ist toll. Gerade amerikanische Musik, Bob Dylan, The Band, so Sachen, die du gar nicht so hören würdest, aber dann kannst du ja das und das mal anhören, das und das, und dann kommst du von dies, das und jenem. Und das finde ich schon so als Referenz eine sehr schöne Sache, dass man dann sagen kann, oh, das ist dann mal interessant, weil es sind viele Sachen an mir vorbeigegangen, weil ich einfach zu dumm bin. Weil du zu alt bist? Ja, ich bin zu dumm. Zu jung? Achso, Bob, ja, klar. Für Bob Dylan sind wir zu jung. Das stimmt. Oder für... Außer We Are The World haben wir von dem ja nicht viel mitbekommen. Oder stimmt, das war seine schlimmste Phase. Die Doku ist aber zu. Manchester, es gibt jetzt ein neues Album von Certain Radio. Oh ja, gibt auch es sehr die. Schön. Oh. Es gibt eine Doku sehr auf Netflix, die den Abend, an dem We Are The World aufgenommen wurde, nachzeichnet. Ja. Das ist so toll, das ist so toll. Vor allem, jeder von uns weiß ja eigentlich, wie Michael Jackson spricht, aber man ist ja trotzdem total überrascht. Und schockiert auch ein bisschen. Ich spreche mit Jimmy Oliver. Hello, yes, I don't know, yes. Does it sound good? Total krass. Wo du denkst so, ach ja, stimmt, so hat er geredet. Aber auch so tolle Geschichten, wie denn Stevie Wonder, also alle kommen dahin, aber nur wenige können halt im Vordergrund sein. Mhm. Und dann muss sozusagen die größte Leistung ist eigentlich die von hier, wie heißt er noch, Tom Jones, der all die Egos zusammenhält. Und die spielen ja alle echte Weltstars, alle nur im Chor. Die haben ja keine Solos, nix. Und wie er denen dann erzählen muss, dass sie keine Solos haben. Und dann kommt irgendwann Bob Dylan von dieser Feier und sagt, ja, ich soll hier irgendwie auch noch mitmachen, aber ich weiß gar nicht und so. Und dann hat er so seinen Part und fängt dann mit seiner Stimme da so. Und man merkt so, ey, da kommt nichts rüber. Die ist dünn, die Stimme und nichts. Und dann ist Stevie Wonder im Hintergrund und trinkt einen Wein und sagt, hey Bob, how about when you... Und macht ihn nach, so. Hello, und dann... Also, ja, gute Idee, ich probier das mal. Und dann ist dieses, und wenn du das weißt, wenn du diese Szene gesehen hast und hörst das Lied, dann hörst du Stevie Wonder aus Bob Dylan. Und das ist so geil, weil das wird es in der Musik, in der Popgeschichte niemals wieder geben. Das gibt's, das ist einmalig. Und diese Doku ist fantastisch. Du fängst an zu heulen bei Netflix. Die ist einfach so toll. So wunderschön. Auch noch eine zweite. Ich spoiler noch eine einzige Sache. Al Jarreau, von dem ich ja immer geträumt habe, als sie immer Stalli zurückholen wollen, da hat auch Al Jarreau mich in den Arm genommen und gesagt, Stalli kommt nicht zurück. Kein Problem. Okay, jetzt bin ich beruhigt. Al Jarreau, die kamen ja alle von den Music Awards, weil sie da eben alle in L.A. waren. Ja. Und Al Jarreau hatte wohl schon bei den Music Awards Wein getrunken und war relativ spät dran mit seinem Einsingen und hat eine Flasche Wein nach der anderen mit den Leuten, die da auch so rumstanden, und hatte richtig ankleben. Der hat die ganzen Text vergessen, sodass sie quasi seinen Text auf dem Teleprompter irgendwie so ein bisschen auf irgendwie ändern mussten. Wenn du dann seinen Part hörst, dann hörst du
wie Wolterke im Mund einfach. Das ist so lustig. Das ist so lustig. Das sind alles nur Menschen. Das ist so lustig. Menschen mit dem Ego, und das kommt in dieser Doku so gut raus. Aber Menschen, die es schaffen, den, und ich leg mich fest, alle größten Popsongs aller Zeiten zu generieren. So, der bis heute über 1 Milliarde US-Dollar für das Projekt erwirtschaftet hat. Weil da fließen ja Tante an jedem. Jedes Mal, wenn er bei Hamburg 2 gespielt wird. Was weiß ich wo. Hier in diesem Podcast. Kommt auf die Playlist tatsächlich. Also für den Aufstieg jetzt dann gegen Osnabrück, dann nehmen wir das Perfect Day von Lou Reed. Ja. We are such a perfect day. Damit Uwe über das Millerntor gehen wie Franz Beckenbauer in der Nacht im Hof. Das Geile bei Lou Reed ist ja, dass der konnte ja gar nicht richtig singen, aber was, der hat ein Gespür für Hymnen. Der hat Hymnen geschrieben. Entweder Hymnen der Straße oder Hymnen des schönen Lebens. Hymne der Straße, Auswärtsfahrt, was ist jetzt angesagt? Ja, müssen wir uns doch mal, lass uns doch mal unsere Köpfe zusammen oder unsere Ideen zusammenschaffen, ja, das Ganze, was wir noch hinkriegen. Das Ganze. Also mit der. Ist alles terminlich. Terminlich. Andere, das muss man sagen, Sommer jetzt, da habe ich noch relativ viel Zeit. Ja, aber da müssen wir mit dem Boot irgendwo hinfahren. Ah, du mit dem Boot wieder, das ist das Ding. Oder ich fahre mit dem Womi. Also da hätten wir den Vorteil, dass wir, also ist das noch so, dass Schweden ganz Jahreskalender spielt? Ja, ich glaube schon, ja. Ah, aber du machst im Juli nach Schweden, nach Stockholm. Das dauert aber sehr lange, ne, dahin, ne? Oh, wir können mit Brissas Womi fahren. Aber schlafen kann leider nur einer. Warum? Nee, wir nur ein Bett haben. Aber ihr habt doch Wurfzelte und seid so draußen. Ja, wir werfen die weg und finden das Zelt aber dann nicht wieder. Das ist aber dann. Hast du das Zelt schon weggeworfen? Ja, vorhin schon. Vorletzte Badstation. Ich nehme ein Wurfzelt für dich mit, da schmeiß ich raus. Ich habe ein Weggeschickt-Zelt. Ich habe das Zelt schon weggeschickt, aber es ist nicht wiedergekommen. Vielleicht, das ist schlecht. Du hast doch hier, für dein Auto hast du doch so ein Zelt oben drauf. Ja, so ein Dachzelt. Ja, da könnt ihr beide schlanken noch, ich bin dick, ich brauche ein ganzes eigenes Wohnmobil. Ein eigenes Wohnmobil, ne? Aber da können wir da kochen oder den Kühlschrank benutzen und solche Sachen. Ja, wir müssen aber, ich meine, das Naheliegendste ist ja wirklich Dänemark. Weil das von der Logistik her am einfachsten zu machen ist. Sonderborg, da gehe ich zum Friseur und hier. Wir gehen dann zu Sonderburg. Als Sonderburg eine Mannschaft. Wir könnten ja noch mal überlegen. Die spielen vor allem nur Jugendliga. Das spielen keine richtige Liga. Und gibt es da Frauenfußball? Ja, aber auch nur Jugendliga. Also auch keine. Marstall gibt es noch. Ist aber auch so 5. dänische Liga. Aber das Stadion in Marstall ist immerhin an der Reeperbahn. Ist auch ganz schön. Wir können ja mal eruieren für euch, ob wir uns noch irgendwo auf dem Weg oder machen. Ihr habt vielleicht Tipps für uns, wo wir noch hinfahren können. Wo entweder jetzt im Sommer noch gespielt wird. Weil da können wir alle drei drauf wohnen. Oder mit dem Womi und mit deinem schwedischen zornigen Klappdach. Mit deiner Reiselimousine, mit dem. Ja, wir können auch noch Klappspaten oben brauchen. Holland. Zwolle. Da kommen wir mit dem Boot hin. Da schlafen wir auf dem Boot. Das reicht auch. Das stimmt. Das habt ihr ja mir voraus. Da war ich ja crank. Da hat auch keiner gedacht, dass wir aufsteigen. Ne? Oder haben wir da noch gedacht im Oktober? Doch. Da war schon die erste Krise. War das? Ja. Die Unentschieden. Ja, da war schon die Unentschieden-Krise. Da war schon. Stimmt. Kein Sieg, ja. Ich meine, man muss auch nochmal retrospektiv sagen: Die größte Krise des FC St. Pauli waren 4 Unentschieden. Ja, ja, schon. Hallo? Was ist denn mit uns los? Ja, das war zu Beginn der Saison, wo du sagtest, wie schaut das aus? Aber hast du jetzt mal gesehen, Hannover, ne? In der ersten Halbzeit, die haben immer die Abwehr auseinandergenommen bei uns. Ganz einfach. Und das, obwohl die beiden besten Stürmer nicht gespielt haben. Der eine ist in der 80. gekommen. Das war ja erschreckend. Ja, wie Elversberg, ja auch. Ja. 2-3 Pässe, offen waren wir. Scheunentörchen. Haben die unseren Erfolgscode geknackt, Herr Saugler? Naja, also dadurch, dass die Abwehr neu zusammengestellt war, war das dann wahrscheinlich auch nicht so schwer. Aber nee, ich glaube, das hat mit der Abwehr nichts zu tun. Das hat damit zu tun, dass wenn du so ein hohes Gegenpressing machst, muss es auch funktionieren. Und es hat nicht funktioniert. Und das funktioniert nicht,
wenn du nicht und Gegenpressing so hoch heißt, mindestens die ersten 60 Minuten alle Körner reinwerfen, die du hast. Und das haben sie nicht gemacht. Weil sie dachten, vielleicht, sie wären vielleicht, geht auch so. Ja. Ging aber nicht so. Nee. Und das passt ja auch zur Analyse von Hürzi Baby. Ist ja nicht so, dass ich mir das ausdenke, sondern er hat auch wieder vom Schlendrian gesprochen. Nur um hoffen, dass das am Freitagabend nicht so ist. Ja, ich bin da. Seid ihr da? Sind wir alle drei da? Wir müssen ja zu dritt schon. Ich bin nicht da, deswegen. Wieso das denn nicht? Ich guck mit dem Jungen Ultra. Ah, der Junge, ja, den will ich auch nicht mitnehmen. Ist deine Karte available? Mhm. Dann gehe ich hier vorbei. Ja. Ansonsten, Christian ist auch mit da. Der hat mich gerade angeschrieben. Christian Heuettisch. Liebe Grüße, ich weiß gar nicht, ob der unseren Podcast hört. Aber der kommt tatsächlich auch in der Nord wieder an. Und also gerade gegen Rostock heißt es ja sofort gleich nach links. Ja. Genau. Ihr findet uns so weit links, wie es geht in der Nordkirche. In der zugigen Ecke. Der zugige Podcast und die zugige Ecke. Dirk wusste noch nicht genau, ob er kommt, weil er ist in diesem, auf dieser Rewind, irgendwas ist jetzt am Wochenende im Design, im Jupiter findet er statt da, was letztes Jahr in Berlin war, 3 Tage, irgendwas. Irgendeine digitalen Messe. Irgendeine digitalen Messe, Marketing, digital, OMR Design. OMR ist ja erst in 2 Wochen. Hm? Ja. Da bin ich ja so froh, dass ich da nicht hin muss. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Obwohl es ein Gegengraben-Thema eigentlich, Marketing und Werbung. Obwohl erst Protagonisten sind St. Pauli-Besucher. Genau. Ja. Deswegen ist das ja auch in der Lagerstraße, damit man schön noch in St. Pauli-Fanshop kann und kann dann für seine Werbeagentur 200 St. Pauli-T-Shirts kaufen. Was so sieht's da raus. Was meinst du, wie das erst wieder abgeht in der Bundesliga? Ja, da stehen denn wieder, also vor 10 Jahren, liebe Leute, oder vor 14 Jahren war das so, liebe Leute, da standen wir in der Nord, ja, standen wir auch schon in der Nord in dem Jahr. Oder oft in der Nord, weil da musste ich mich noch morgens um 5 anstellen, um Karten zu besorgen, weiß ich noch. Und du doch auch, ne? Wir haben uns da öfter getroffen irgendwie, weil als das Viertel aufwachte, so um 5:30 Uhr morgens, mich dann da bei Klammerkälte durchs Viertel geradelt, weiß ich noch. Das war hart. Aber da stehst du denn in der Nord neben Leuten, die haben pro Karte 150 Euro bezahlt. Und fanden das auch noch ganz okay. Wo denke ich so, was? Alter, wer war das? Gib mir den Namen. Der kriegt Ärger. Oh Mann, ja. Ja, das wird dann, das machen wir einen anderen Podcast dazu, da gibt es dann wieder Ärger. Da gehen die Eintrittspreise hoch, die werden dann angepasst und dann wird es da Gejammer geben. Und. Da gehen die Pyrostrafen hoch. Und ich habe jetzt. Die erste Frau kann sich auf die nächsten 10 Jahre mal gefasst machen, dass sie nicht am Millantor spielt. Ist das mit den ersten Frauen ein gutes Thema? Haben die ihre Serie noch, die ungeschlagene Serie aktuell noch? Ich glaube, es gab Unentschieden zu Hause. Also, das wäre ja immer noch ungeschlagen. Weiß ich nicht. Weißt du, weil außer es gab einen ersten Spieltag, spielt Bayer Leverkusen am Millantor. Das wird die erste Niederlage von Bayer Leverkusen sein. Ach so, du meinst, sie gewinnen bis dahin alles. Genau, dann werden diese schlagen am ersten Spieltag. Oh, auch den Supercup vorher. Und, danach, und steigen wieder ab. Und, dann, und danach machen wir erstmal so 5-10 Spiele ohne Sieg. Ja, immer so nah dran, so wie Köln. Und dann am eigentlich hat die Einstellung gestimmt. Stimmt, dann, Leverkusen macht immer das, also der Meister war zu Hause oder auswärts? Nee, auswärts. Nee, zu Hause. Und am 12. Spieltag haben wir einen Aussicht in München. Da gewinnen wir mit bei Bayern. Der zweite Sieg. Ich kann mich noch so dran erinnern, an diese Saison, die war schrecklich eigentlich. Bis auf den Sieg beim HSV. Aber eigentlich war alles, und der Sieg gegen Freiburg, das stimmt. Nach Weihnachten, ja, Jolly Rotter Sieg. Ja, das Problem war eigentlich, dass man ja chancenlos war. Dann hat man sich immer so ein bisschen gequält, aber hat viel zu wenig Spaß gehabt. Na, man war, nee, wenn es das mal gewesen wäre, man war ja nicht chancenlos. Ja. Beim Spiel gegen den HSV waren wir irgendwie, was, 9. oder so? Ja, wir waren spielerisch und mit Schulle und Co. waren wir einfach. Naja, Schulle hat ein einziges Mal gespielt. Ja. Wir waren aber eigentlich, man hätte die Liga halten können, aber. Ja, man hätte die Liga halten können. Aber man hatte keinen richtigen Spaß dabei. Man hatte auch noch gar nicht die Voraussetzungen. Das Stadion war noch gar nicht fertig. Das Selbstverständnis war nicht da. Ich glaube, das ist dieses Jahr. Entschuldigung, bei Kiel.
20 Hat Kiel an die Lizenz, hatten sie gekriegt, aber nicht im Stadion, oder? Ja, doch. Die müssen beim HSV spielen. Spiele. Ja, genau. Die tauschen. Der HSV spielt in Kiel, zweite Liga und. Ganz die meisten Fans noch nicht so weit. Werden unsere Ecken noch zugemauert war auch eigentlich? War auch meine Reaktion. Werden für die Bundesliga unsere Ecken noch zugemauert mit neuen Tribünen? Nein, da kommt wieder so eine Holzattrappe. So eine Holzattrappe hin mit so einer Eisenbahn drauf. Nee, genau, so einer Eisenbahn. So mit, wo du Big Macs bestellen kannst. Oh, bin ich froh, dass solche Zeiten. Vielen Dank, Oke, dafür übrigens, dass du diese Seilschaften ein für alle Mal aus dem Verein rausgekegelt hast. Ich hoffe, dass es die nicht mehr gibt. Ich befürchte, es gibt sie immer noch. Wir warten nur drauf, dass sie wieder also creepy-mäßig die über was übernehmen können. Aber sowas möchte ich nicht mehr haben. So eine großkopferten Werber. Ja, die werden Sonderaktion. Ja, die werden aber kommen. Nein, die kommen nicht. Wir werden jetzt ein ganz normaler High-Profile-Verein. Wie Augsburg. Wir sind ein High-Performing-Team wie Augsburg, Mainz und Freiburg. Aber wir sind Outperformer. Wir sind jetzt Outperformer und High-Performer. Danke. Das ist ein okay. Outperformer. Outperformer, Outperformer. Wir sind performen aus der Mode raus. Wir sind Außenperformer. Wir performen auswärts. Und zu Hause. Außer zu Hause. Aber außen, also außerhalb über der Kabine. Über die Außen. Ach so. Und über die Außen. Und manchmal sind wir auch High-Performer. Also fliegen über alles rüber. Boah, geilo. Alles muss man nicht übersetzen, würde ich echt sagen. Ja, aber wirklich, ne? Geilo Stylung. Geilo Stylung. Wir sind ja auch die Original-Gangster. O.T. O.G.s. O.G. Sehr gut. Der alte G-Punkt ist nicht und Markus, der, aber, du musst noch zur Schachabteilung. Schachabteilung haben wir schon abgehakt, Bundesliga. Ja, willst du Schluss machen? Musst du los? Ja, Markus, du musst los, der Rasenreporter. Ja, ich muss dich doch mitnehmen. Ach, ja, stimmt ja. Da krieg ich auf die Reihe. Ah, echt? Ja, ja. Ich kann auch mit dem Bus fahren, wenn du jetzt nein, noch nein, so nein, 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 nein. Aber es ist wirklich so, ja, dass St. Pauli schon in die Bundesliga aufgestiegen ist, in die Schachbundesliga. Das war doch vor 3 Wochen, 4 Wochen war das bereits der Fall. Und ich habe auch schon beglückwünscht im Podcast, ja. Aber kannst du ja jetzt auch mal als Abteilungsmitglied machen. Naja, herzlichen Glückwunsch, Jungs. Danke. Nein, das ist, wenn du so einen Sponsor hast, einen kleinen Sponsor, dann hast du schon 2, 3, 4 gute Spieler, wie wir hinkriegen kannst. Das ist also sehr günstig. Vergleichsweise. Du musst mir das mal erklären, aus wie vielen Personen besteht ein Schachteam? 8. Okay. Und dann ist es so, dass das immer so über Kreuz oder irgendwas gespielt wird. Ja, du hast dann wieder immer 8 gegen 8, oder? Ja, nicht 8 gegen 8, du hast dann 8 Partien. Ja, ja, mal egal. Genau, genau. Also der erste spielt gegen den ersten von der anderen Mannschaft. Genau, so. Genau. Ah. Und dann gibt es dann ein Unentschieden oder ein 4-4 oder ein 5-3 oder ein 3-5 oder ein 8-0. Ja, dann hast du dann das Ding, bei denen wirklich aktuell, die brauchen überhaupt mal Geld für die Übernachtungskosten. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Ja, weil die jetzt reisen müssen, ne? Genau. Sag mal, wer spielt in der Schachbundesliga? Was für Mannschaften? Ulm oder Regensburg? Leipzig und sowas. Also nicht bei der Universität steht. Nein, nein, das sind meistens Siegen. Ich kann es dir gar nicht sagen, aber es sind manchmal so kleine Kleckersdorf-Vereine, wo irgendwo so ein Spiel. Wie beim Handball, Großwaldstadt. Ja, überleg mal, du bist jetzt, sagen wir mal, mittelständischer Unternehmer oder. So, du hast einen Schlachtereibetrieb in Unna. Genau, Schlachtereibetrieb in Unna. Und haust dein ganzes. Und da sagst du hier, bevor ich 100.000 Euro bei Paderborn reinhaue für eine Stadionwurst und eine warme Hand. Genau, vom Sportchef, der morgen wieder weg ist. Da mache ich Königsspringer Unna. Und für 100.000 Euro kannst du halt im Jahr Meisterschaft ganz viele Topspieler kaufen. Ach. Die kommen dann alle aus Polen oder Russland. Russland. Oder aus den USA. Ja, das sind ja die Schach. Da wurde die Schachnovelle geschrieben. Indien. Ja. Und dann machst du da praktisch. Ich habe gerade gelesen, dass jetzt findet, glaube ich, irgendeine WM oder so statt. Oder irgendwas. Und da sind erstmals keine Europäer qualifiziert oder am Start. Die KI. KI geht da an den Start. Die sind ja inzwischen auch dabei, dass diese Spitzenspieler so ausgeglichen sind, dass es so langweilig ist. Und da gibt es ja jetzt so ein. Kommt dieses Fischerschach heißt das. Das heißt, dann werden die Figuren hinten, die werden per Zufallsprinzip aufgestellt.
Ach so. Dann muss sie auf jedes Spiel ein bisschen anders. Dann müssen wir immer überlegen, was mache ich jetzt damit? Und dass sie auch immer mehr hingehen Richtung Schnellschach, Blitzschach. Und die Welt. So wie beim Cricket. Weil das mehr Entertainment einfach. Ja, beim Cricket haben sie wie beim Dart. Also das der nächste Step wird wahrscheinlich, dass dann mit so. Werden immer König, dünner die Linien. Dass dann König mal auf die Dartscheibe geworfen wird oder eine Dame oder mal ein Springer. Genau. Willi, hast du Hunger? Brauchst du Snickers oder so? Du bist gerade irgendwie so anders. Nee, aber das Schöne ist, dass man auch in der Schachabteilung merkt, das ist eine St. Pauli-Abteilung, ne? Und das ist schon so, also dieses, die speziellen Werte, die St. Pauli sich immer auf die Fahnen schreibt, die hat man halt auch dort, ne? Und, ja, das ist super. Ja. Ich finde es halt gerade für ältere Herren sehr interessant, weil wo kommst du schon mal so außer ihrem Podcast mit älteren Herren zusammen und du siehst die auch alle so in Würde altern. Also finde ich schon, weil im Fußball ist ja immer so, da gehen die immer weg. Beim Walking-Football vielleicht. Walking, auch ein gutes Stichwort. Ich habe übrigens eine neue Info. Ja. Angeblich bewegt sich da was beim FC St. Pauli. Für Walking-Football. Aber ich habe noch keine neuere Info. Aber für alle, die jetzt sagen, was mit dem los? Ich habe vor ein paar Wochen mal ein paar Bier getrunken in der, wie heißt das noch, Markus? Klause. Schenke. Pyro vor der Roten Flora. Nein. Ja, aber wie heißt denn der Laden in Rotenmarschen, wo ich aber ein Anmal ein Bier trinke? Der Laden in Rotenmarschen? Da, wo du Fußball geguckt hast. Ah ja, wie heißt denn der? Lüt Döns? Lüt Döns, genau. Heißt der Lüt Döns? Genau, ich war im Lüt Döns und da war nach dem HSV-Spiel, da bin ich schön. Oh, das riecht hier aber wirklich nach Pyrografie. Wir machen Pyro. Ich habe Pyrografie, keine Leidenschaft ist für die. Und da hat mich einer angesprochen und wollte mich für den HSV akquirieren. Ach. Für die Walking Football Abteilung. Und da habe ich gesagt, nee, tut mir leid, geht nicht. Aber seitdem habe ich irgendwie im Kopf, das wäre doch mal lustig, das auszuprobieren. Und welcher Verein hat denn eigentlich, weil es ein sehr inklusiver Sport ist, welcher Verein hat eigentlich die besten Voraussetzungen für einen Walking-Football-Abteil? St. Pauli. Das ist ja wohl der FC St. Pauli, genau. Da passt der Nebel. Euch, da passt der Nebel vor der Tür. Passt der Nebel. Es ist wirklich tatsächlich nebelig draußen. Ja, und der Nebel hier kommt schmeckt von, das auch. Hier schmeckt Schwefel. Das ein bisschen nach. Kennt ihr das, wenn ihr früher als Kinder diese Streifen in der Cowboy-Pistole leer geschossen habt? Dann hattet ihr so einen pelzigen Geruch, Geschmack auf der Zunge und es roch so schwefelig. Genauso riecht das hier im Kulturhaus 73. Der Teufel ist in der Nähe. Direkt neben der Flora. Schwefelt hier so vor sich hin. Ja, der Schwefel. Haben wir abschließend noch was zum Aufstieg zu sagen? Ja, natürlich. Wo wird Tschentscher St. Pauli im Rathaus empfangen? Ach du Scheiße, ja. Der Wendehals Tschentscher. Würde sagen, Papa Tschentscher, der uns eigentlich alle gerne zu Hause haben würde, wegen der Ansteckung gesagt. Genau. Empfängt er uns nur, wenn wir Meister werden oder auch bei Vizemeisterschaft? Das ist also eine gute Frage. Ich glaube, er muss auch beim Aufstieg. Ja, ich glaube, er muss gibt's gar nichts. Gibt es ein Fan-Tor so über die Reeperbahn? Ja, stimmt. Nein. Doch. Ja, von irgendwelchen Leuten vielleicht, aber das wird im Knus gefeiert, wie immer. Vom Jolly. Und dann vor Corny seinem komischen Clubhaus da. Auf dem Balkon. Erik und ich feiern das im Lüt Döns oder wir feiern das im Knirps. Im Knirps und im Lüt Döns. Ja, nee, ich habe auch gar keinen Bock drauf. Dann auf dem Kiez an dem Abend und dann sind plötzlich alle St. Paulianer, die nie St. Paulianer waren. Wildfremde Menschen, die kommen und werden sagen, das habt ihr toll gemacht. Und dann steht da irgendwie H.P. Baxter neben Oke Göttlich oben auf dem Dings und tut so, als wäre er schon immer mit uns aufgestiegen. Und so, nee, steigt ihr mal schön auf und feiert schön ihr Großkofferten in Hamburg von der Musikindustrie. Alles gut. Haben wir zum Abschluss noch einen... Wir gehen schön ins Clips. Let's go Hamburg. Haben wir noch einen Ergebnistipp eigentlich fürs Wochenende jetzt für Freitagabend? Ja, du hast ja schon 0-3. Nee, das ist ja mein Traum. Das ist nicht mein Ergebnistipp. 3-3 in St. Pauli. Ich hab 3-1 getippt, ja. Ich tippe 1-0. 3-0. Dann Rostock ist fällig. Ja, die sind fällig. Die Glocke ist fällig. Die sind fertig und fällig.
Sie haben auch so eine negative Energie da. Die machen sie ja schon seit, wie Dresden, die machen sie ja schon seit Wochen fertig. Dixie Rostock ist fertig. Wie Kaiserslautern, die machen sie gerade auch fertig. Das ist die einzige Aber Chance, die sind im Pokalendspiel. Ja, aber die sind sich wieder daran, dass der Funke wieder die falsche Taktik hat. Er spielt zu nicht offensiv genug und das ist ganz schlimm. Habt ihr eine. Ja, jetzt haut sich Kohlke die Dinger noch selber rein, hier oder wie der heißt. Ja, ich meine, du holst dir Friedhelm Funke als Trainer und wunderst dich dann, dass du nicht offensiv spielst. Hallo? Du holst dir Baumgart als Trainer und wunderst dich, dass du nicht offensiv spielst und keine Chancen kreierst. Christoph Daum habe ich heute gesehen, ein Zitat, der gesagt hat, wenn du als Zweitligist in die erste Liga aufsteigen willst, musst du 30 Meter vorm Tor eine Todeszone errichten, durch die keiner durchkommt. Und das hat er gesagt als Reaktion auf die News, dass Baumgart Trainer des HSV wird. Und was sie nicht zitiert haben, ist das Zitat, dass man sich denken kann, das kann er nicht. Also Beuth ist fällig und Baumgart ist fällig, ja, das würde ich ist, sagen. Das ist der HSV. Da geht er schön mit Rainer Rangnick oder wie er heißt, in die, dann wird Schulle Trainer beim HSV und dann gehen wir schön zum HSV nächste Saison. Wenn St. Pauli aufsteigt, dann wird dieser Podcast ein... Boah, das ist jetzt hart. Nicht zu Ende sprechen. Also bitte. Wir müssen Pfeiftöne. Also bitte das, bitte schneiden, rausschneiden. Boah, ich hab Flatulenzen, Freunde. Wollen wir Schluss machen? Ja, wir machen Schluss. Okay. Vielen Dank. Das ganze Stadion. Tschüss.